Mahlzeit und herzlich willkommen zum letzten Video 2023. Wer meinem Kanal schon länger folgt, der weiß, dass es immer das Festival-Ranking, auch in diesem Jahr wird das so sein und dieses Jahr ist das ganz besonders umfangreich ausgefallen. Ich habe mehr Festivals denn je besucht, vorher waren 15 meine Top-Zahl und in diesem Jahr habe ich ganze 18 Veranstaltungen besucht. 18 Festivals, über die es zu reden gilt. Also plant ein bisschen Zeit ein, nehmt euch ein, zwei, fünf Bierchen, macht euch eine Pizza, nehmt euch das Popcorn, das dauert ein bisschen. Damit ihr in der Zwischenzeit nicht zu viel von diesem Glatzkopf bekommt, habe ich natürlich auch wieder zahlreiche YouTuber gefragt, ob die mit dabei sind. Also gibt es wieder einige Features zwischen den einzelnen Plätzen und für euch nicht ganz uninteressant, am Ende des Videos gibt es auch wieder ein umfangreiches Gewinnspiel mit vielen Gästelistenplätzen der Festivals hier in dieser Rangliste. Also, setzt euch in Ruhe hin, macht euch das Getränk auf und dann geht's los mit der Festivalrangliste 2023. Eins ist in diesem Jahr anders. Ich habe einfach neben der Arbeit keine Zeit mehr, tagsüber im Hellen rumzulaufen und mir coole Plätze in der Stadt zu suchen. Das heißt, diesmal alles aus dem heimischen Sessel mit dem kleinen Screen da und dann geht's ganz entspannt los. Aber es wird trotzdem genug Material zu sehen geben, denke ich. Viel Spaß nun beim Schauen. Lassen wir mal 2023 Revue passieren. Auf geht's. Los geht's, wie sollte es auch anders sein, mit Platz 18. Und den belegt in diesem Jahr das Herbststurmfestival. Wer schon ab und zu mal zugeschaut hat, der weiß, dass das Festival eigentlich immer relativ weit vorne war, nie so richtig weit hinten und wird sich vielleicht fragen, wieso das denn jetzt? Fangen wir mal damit an, warum das Festival immer so weit vorne war. Es ist ein schönes, kleines, gemütliches Festival, vielleicht 200, 300 Gäste. In Oldenburg im Oktober ist ein Herbstfestival. Indoor, so circa 10 bis 12 Bands. In ja, den Richtungen Metalcore, Modern Metal, ein bisschen Mittelalter-Rock und auch ein bisschen Gothic. Das war eigentlich immer ganz gut, die Bands haben auch gepasst. Dieses Jahr zum Beispiel am ersten Tag About Monsters und Cambrium und am zweiten The Fright, die ja so ein bisschen in diese Dark-Gothic-Richtung gehen. Und Makina, die kurzfristig eingesprungen sind, die waren sehr cool. Und die Bands haben an sich auch Spaß gemacht. Aber, und jetzt kommen wir zu dem, was nicht gepasst hat. Punkt 1, drin die Konzerte, gerade am ersten Tag war das so, sehr viel Nebel, sehr viel Strobolicht, übel warm da drin, war nicht schön sich das anzugucken. So, dann könnte man ja rausgehen auf diesen kleinen Mittelaltermarkt, den es immer gibt, das ist auch schön, aber es gab nichts zu sitzen. Man läuft ja zwei Tage rum, hat drin nichts zu sitzen, draußen steht es im Freien, keine überdachten Sitzmöglichkeiten, im Oktober, naja, kann es regnen, hat es getan, also gab es nur nasse Sitzgelegenheiten. Nassen Arsch will keiner, also war es für den Allerwertesten. Und ja, das sorgt eben dafür, dass es nicht gemütlich ist. Drin die Konzerte nicht so schön mit dem vielen Nebel und dem Licht. Dann draußen das viele Geplattere, nichts zu sitzen. Ach, es war nicht so schön. Es war einfach ungemütlich. Und so ein Festival wie das Herbststurm besucht man nun mal nicht in erster Linie wegen des Line-Ups, auch wenn da ein paar tolle kleine Bands da sind. Ne? Das will ich gar nicht von der Hand weisen. Aber es war halt nicht so gemütlich und das ist das, was so kleine Festivals können. Und damit ging der größte Punkt einfach verloren. Und ja, es war nicht so wie sonst. Das ist schade. Das Team ist super nett. Der Preis ist super. 16 Euro für zwei Tage. Kann man überhaupt nicht meckern. Getränkepreise sind gut. Und an sich ist der Markt draußen auch schön. Wenn man das ein bisschen gemütlicher gestaltet. Da fehlt Augenmaß. Man muss das alles ein bisschen besser durchplanen. Man muss es vielleicht mehr aus Besuchersicht sehen. Was möchte ich als Besucher, wenn ich zwei Tage auf so einer Veranstaltung bin? Und dann kann das vielleicht auch wieder was werden. Auch hier das Merch war auch günstig. Man kann nicht meckern, da stimmt vieles. Aber die Sachen, die nicht gepasst haben, haben es mir dieses Jahr wirklich madig gemacht und für mich auch dafür gesorgt, dass ich mich entschlossen habe, nächstes Jahr wohl nicht zum Herbststurm zu fahren, wenigstens mal ein Jahr Pause und danach gucken wir mal. Das sind kleine Sachen, an denen man leicht was machen kann. Nebel und so hat man zum Beispiel am zweiten Tag schon hingekriegt, aber so diese ganze Sitzplatz- und Gemütlichkeitssituation, da muss man ein bisschen was dran machen. Das hatte man schon mal besser, das konnte man gerade 2018 besser. Vielleicht muss man da ein bisschen mehr zu den Wurzeln zurück. In diesem Jahr deswegen der 18. Platz ans Herbststurmfestival war von den Festivals, die ich besucht habe, leider das schwächste. Aber vielleicht ändert sich das auch mal wieder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mich früher oder später wieder zum Herbststurm hinziehen wird, was eigentlich eine schöne Veranstaltung ist. Vielleicht war es einfach mal ein schwaches Jahr. Ich drücke dem Team um Tina und Nils trotzdem die Daumen. Ihr seht mich, wenn er mich nach der Kritik überhaupt noch da haben wollt, sicherlich irgendwann mal wieder.
denn an sich ist das Herbststurm ein schönes Festival. Nur 2023 hat es nicht ganz so gut gepasst. Ja, huhu, pingelingeling. Prost. Mein Name ist Troy McClure, Gorminister. Sie kennen mich vielleicht aus Formaten wie Durch die Nacht mit dem Gorminister, Unboxing mit dem Gorminister, Kochen mit dem Gorminister, alles mit dem Gorminister. Und der wahre Lukas, nicht nur einfach der Lukas, hat mich gebeten, meine Top 3 Festivals in diesem Jahr mal vorzutragen. Ich will gar kein großartiges Ranking machen, was ist jetzt das Beste oder was ist das Schlechteste oder Top 1. Also ich stelle euch einfach 3 vor, auf denen ich mich super, super, super wohl gefühlt habe. Und da wäre sofort einmal zu erwähnen, das In Flammen Open Air. Das war eine Großartigkeit vor dem Herrn. Das war wunder, 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 wunderschön. Nicht zuletzt, weil wir auch dort mit den Kadaverficker spielen durften. Ja, mit großartigen Bands zum Beispiel wie Unleashed oder Tiamat. Das nächste Festival, mein Haus- und Hof-Festival, auch geworden mit den Jahren, das Partisan, war dieses Jahr auch wieder super, super, super schön. Gute Bandauswahl, nicht so ganz so geil wie letztes Jahr, fand ich, aber gut, das sind persönliche Befindlichkeiten. Ach, als allerletztes Jahr, und das ist, da wäre ja auch so ein bisschen sentimental, muss ich Träne wegwischen, das NRW Death Fest, das Festival, auf dem ich jedes Jahr war seit 2003. Ich war jedes Jahr wirklich da, ich habe, wenn es ging, auch wie so Dokus gedreht, könnt ihr euch ja vielleicht auch mal angucken. Zum letzten Jahr? Ja, es ist das letzte NRW Death Fest gewesen. Forever? Who knows? Keine Ahnung, man weiß es nicht. Auf jeden Fall war das ganz, 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 ganz großartig, weil da läuft man einfach rum und den man nicht kennt, der muss neu sein. Weil jeder, der da schon 2-3 Mal war, dem bin ich schon mal über den Weg gelaufen. Und es ist einfach ein riesiges Familientreffen. Na, so riesig nicht, sondern vielleicht so 300, 400 Leute irgendwie. Aber das ist einfach forever in my heart. 17 Uhr, 36 Grad. Was ist das denn? Ein sandfarbenes Shirt? Steht mir offensichtlich nicht besonders, aber dafür weiß ich, um welches Festival es als nächstes geht. Und das ist das Fallen Fortress Festival in Bad Dürkheim. Das Shirt ist allerdings nicht der Grund, dass es auf diesem Rang gelandet ist, auch wenn dieses richtig schnieke Design auf dem schwarzen Shirt wirklich sick gewesen wäre und ich mich da so drüber gefreut hätte. Der Grund ist ein anderer. Fangen wir erstmal mit dem an, was gut war und mich auch hingelockt hat, das ist das Billing. 40 Euro nehmen die für 9 Bands, vor allem Metalcore, eigentlich nur Metalcore, Cajon, Ghost Kid, Being as an Ocean, Future Palace, The Butcher Sisters, als Opener die King Nugget Gang, die ganz witzig war. Also, da kann man nicht meckern, das ist richtig geil, richtig schöne Auswahl. Aber es spielen 9 Bands in 8,5 Stunden. Das sorgt für gehetzte, kurze Sets. 6 von 9 Bands hatten nur 30 Minuten zur Verfügung. Dann lass mal den Soundcheck länger gehen, war hier bei den Butcher Sisters so, bleiben noch 25 Minuten für 5 Songs, so gut wie keine Ansagen, keine Zeit für Outfitwechsel, keine Zeit für irgendwelche Späße oder Mitsingparts oder sowas, ihr kennt ja, was zum Konzert gehört. Das ist schade, denn ich möchte schon, naja, so einigermaßen das Gefühl haben, ich krieg das volle Programm. Und ich hatte den direkten Vergleich zu einem Tagesfestival ein paar Wochen davor, da ging das alles, da waren die Sets länger, das war eine ganz andere Atmosphäre. Also der Vergleich, den konnte man ziehen, man hat das gemerkt, das waren keine schönen Konzerte auf dem Festival. Dazu kam, dass es super voll war, der Platz vorm FOH quasi war zu klein zwischen FOH und der Bühne, ja, diesen Soundzelt. Das war viel zu nah dran an der Bühne und dadurch hatte man wenig Platz und ab der 4. Band war es einfach rappelvoll. Auf einem großen Festival verstehe ich das, bei Indoor-Festivals auch irgendwo, wenn es ausverkauft ist. Bei einem kleinen Open-Air verstehe ich es nicht, muss nicht sein, das fand ich unnötig. Aber das kann man wahrscheinlich relativ einfach beheben. Diese konzeptionelle Schwäche mit den kurzen Spielzeiten war es, die so gestört hat. Weil solche Bands wie die Butcher Sisters zum Beispiel, die auch von einer witzigen Atmosphäre leben, die kommen da nicht gut zur Geltung. Das war nicht so gut und das ist echt schade, denn sonst hat alles gepasst, man hatte überall genug zu sitzen und so. Die Größe sonst vom gesamten Field hat auch eigentlich genug hergegeben. Es war nur zu viel hinten hinterm Soundzelt. Da hat man Platz verschwendet. Essen- und Trinkenspreise waren auch in Ordnung. Das passte eigentlich alles. Ja, also man hat da wirklich viel Potenzial. Das Team ist super nett. Wir wurden super empfangen. Da gab es nicht viel zu meckern. Nur das muss man beheben. Mehr Platz und vielleicht wirklich drüber nachdenken, den Bands mehr Spielzeit zu geben. Man möchte möglichst viele spielen lassen, man hat mir gesagt, das ist das Konzept, aber dann taugt mir das Konzept nicht, muss ich sagen. Also vielleicht wirklich 1-2 Bands weniger spielen lassen, dafür wenigstens 40 Minuten ansetzen, der Opener darf auch 30 haben, vielleicht auch die zweite Band, okay, aber nicht die Nachmittagsbands, nicht wenn wir zu den größeren kommen, die brauchen schon wenigstens 40, sonst
ist das leider nichts. Ja. Fand ich schade. Unter diesen Umständen würde ich das Fallen Fortress wahrscheinlich erstmal nicht besuchen, das für mich auch einige Anreise ist bis dahin. Aber an sich hat man da richtig viel Potenzial. Die Designs sind immer geil. Ihr müsst das nochmal auf ein Shirt drucken. Und ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, noch in der Zukunft mal wieder hinzufahren. Ich drücke dem Team für die Zukunft die Daumen, bin gespannt, was man noch draus macht. Ob man vielleicht über das Konzept nachdenkt oder ob ich da vielleicht einfach auch nicht die Zielgruppe bin, das kann auch sein. War aber trotzdem mal eine interessante Erfahrung und ein interessantes Shirt. Also war ganz cool, das mal besucht zu haben. Aber im nächsten Jahr werde ich auch das Fallen Fortress wahrscheinlich erstmal nicht besuchen. Hallo Leute, herzlich willkommen zum alljährlichen Festival-Ranking vom wahren Lukas. Heute mit mir, eurem Lieblingsstropo. Los geht's mit Platz 3. War dieses Jahr das so Full Force Festival für mich. Da war ich als Besucher und vor 20 Jahren war das mein allererstes Festival im Leben überhaupt. Sensationell. Kleine Anekdote dazu. Es gab ein riesen Unwetter, auch mit Sachschaden und Verletzten, aber dem Ganzen bin ich in Gang, weil ich beim Kacken auf dem Dixie-Klo eingeschlafen bin. Lol. Platz 2, Bochum Total. Stadtfest, war aber glaube ich auch ein Festival. Da haben wir selber gespielt mit The Butcher Sisters. Wahnsinn. Es war ein seichter, warmer Tag und es gab auf der Bühne einen Gartenschlauch, mit dem wir alle nass gemacht haben. Und im sanften Sonnenlicht bildete sich ein lieblicher Regenbogen. Todeswild. Aber am todeswildesten war es dieses Jahr auf dem Eskalationsfest vom elektrischen Rufjunge, aka Electric Callboy. Ein Traum ging in Erfüllung. Wir durften mit TWS vor knapp 10.000 Leuten spielen. Werde ich nie vergessen. Anekdote dazu. Es war alles extrem geil. Der Vibe, die Leute, die Stände, die Essstände. Es war alles unglaublich geil. Aber Jesus Christus persönlich kam auf die Bühne und hat die Menge für die Wall of Death geteilt und sah, dass es gut war. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem folgenden Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Stay wild. Nicht so hoch hinaus geschafft hat es eines der größeren Festivals, das Impericon Festival in Leipzig. Das habe ich 2017 und 18 schon mal besucht und fand es da auch ziemlich cool. 19 hat mir das Billing nicht so zugesagt und 20 war ich richtig gehypt. Ging dann aber nicht, ihr wisst warum. Jetzt, 3 Jahre später, wurde das Festival nachgeholt und naja, was soll ich sagen. Fangen wir mal beim Billing an. Da haben die meisten Bands, die ich damals sehen wollte und wegen denen ich hingefahren wäre, nicht mehr gespielt. Zum Beispiel Electric Callboy, damals noch Eskimo Callboy. Zum Beispiel NSOK. Zum Beispiel auch The Plot in You. Es waren eigentlich nur noch von den Bands damals Bowie Tomorrow übrig. Und die haben auch abgeliefert. Und es gab auch ein paar andere Bands, die gut waren, keine Frage. Our Promise fand ich gut. Boston Männer haben mir zum Beispiel sehr gefallen. Ich fand auch Any Given Day gut. Ich fand auch Stick to Your ganz nicht schlecht. Aber man bezahlt für so ein Ticket 90 Euro. Normalerweise. Ich war nicht akkreditiert, das einzige Festival dieses Jahr, wo ich es nicht war. Ich habe es gebraucht für 50 geschossen. Gebraucht, also, ne? Jemandem abgekauft und mehr hätte ich auch nicht bezahlt. Also für 90 Euro muss das Bling schon richtig gut sein. Und da waren noch einige Bands, die nicht schlecht waren, aber mir waren das zu viele Yos und zu wenig Yes. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Man braucht so seine richtigen Highlights. Und die hatte ich einfach ein bisschen zu wenig dieses Jahr. Dazu kommt dieselbe Problematik wie beim Fallen Fortress. 18 Bands in einem Zeitraum von, was war es, 14 Stunden. Da könnt ihr euch vorstellen, wie da durchgepowert wird. Da werden große Bands mit einer halben Stunde verheizt. Any Given Day zum Beispiel. Und auch da wieder kurze Sets, wenig Songs, kaum Ansagen, sehr unpersönlich dadurch, einfach gewasht. Bin ich kein Fan von. Man muss natürlich sagen, das Impericon hat auch seine Vorteile. Gebündelt viele Metalcore-Bands und ein paar hochrangige Namen waren ja dabei. Kann man ja nicht anders sagen, ne? The Ghost Inside zum Beispiel, wenn man das hier so sieht. Landmarks, ach, da sind schon einige dazwischen, ich meine, ihr habt es selbst gesehen. Hinten diese große Tribüne, wo man sich hinsetzen kann, das ist auch geil. Die Preise sind normal. Hier das Artwork vom Shirt zum Beispiel finde ich super gut. Das ist schick, schnieke. Man hat alles Mögliche an Essen und Trinken, was man braucht. Da kann man nicht meckern. Aber wie gesagt, 90 Euro für ein Tagesfestival, da muss das Billing schon wirklich gut sein. Und ja, für mich war es eher so okay. Da habe ich bei vielen 2- und 3-Tagesfestivals einfach ein bisschen mehr davon. Vor allem, wenn da nicht einfach so durchgepowert wird, ne? Alle Bands schnell irgendwie durch und dann war es das. Dann lieber ein bisschen gemäßigter, ein bisschen ruhiger, 3 Bands weniger, die dann vielleicht auch ein bisschen besser verlesen sind und dann, ja, wird da auch ein schönes Ding draus. Trotzdem, im Impericon kann man immer mal auf dem Schirm behalten, aber man muss halt wissen, günstig ist das alles
nicht mehr wirklich. Müsst ihr wissen, ob sich das für euch lohnt. Ich mache im nächsten Jahr sicherlich auch dort erstmal eine Pause. Weiter geht's mit einem Rückkehrer, der viele Jahre nicht stattfinden konnte, das Metal Diver. Oder sollte ich sagen, die Metal Divers. Durch die Pandemie konnten mehrere Auflagen nicht stattfinden. Man hatte 2020 auch für 21 quasi schon das Billing so angefangen und halb fertig. Und jetzt hat man einfach beide Billings verschoben nach 23 und am Freitag das eine und am Samstag das andere ein Tagesfestival stattfinden lassen. Je 6 Bands, insgesamt also 12. Und das waren zwar separate Festivals, ich habe es aber zusammen besucht, es war direkt hintereinander. Für mich wirkte das wie aus einem Guss. Ich habe es als ein Festival behandelt und jetzt auch so gesehen. Und dementsprechend behandle ich es auch hier als ein Festival. Man muss sagen, das Ganze ist super organisiert. Klasse Sound, schön groß diese Halle, hinten viele Sitzgelegenheiten, draußen gibt es Essen, Trinken zu fairen Preisen, Merch ist auch da, auch wenn er, finde ich, ein bisschen klein ausgefallen ist dieses Jahr. Also das ist eigentlich alles wunderbar. Das Billing, das ist eben sehr klassisch im Heavy Metal, ja, da darf man nicht zu viel Ausreißer erwarten, aber in dem Bereich ist es so bunt wie es sein kann, mit Grave Digger schöner Heavy Metal, Civil War mit Power Metal, wobei die leider eine Ersatzsängerin dabei hatten, die nicht so textsicher war, deswegen fand ich diesmal nicht so gut unter den Erwartungen. Enziferum Pagan, das war schon fast ausgefallen fürs Metal Diver, die haben richtig Stimmung gemacht, Knife waren cool, Traitor als Thrasher, obwohl ich eigentlich gar keinen Thrash Metal mag, haben mich total mitgezogen. Soul Harvester mit Heavy Metal und dieser eine doch mal etwas ausgefallene Farbklecks, der kam nicht durch die Booker, sondern weil es ein Metal Masters, mein Contest aus der Pandemiezeit, ein Metal Masters Slot gab für die Gewinner damals und das waren M.I. God, die haben sich durchgesetzt 2021, haben gewonnen und durften dann spielen. Das war ziemlich cool, war auch mein Highlight und war wild, mal irgendwie so am Billing mitgewirkt zu haben. Das fand ich schon cool. Warum ist das Metal Diver jetzt nur auf Platz 15? Man muss jetzt sagen, es ist schnell vorbei, ne? Also es war gut, dass es 2 Tage waren, das hat, finde ich, super funktioniert. Es ist auch entspannt, dass man am 2. Tag, wenn es erst nachmittags losgeht, einfach erstmal ausschlafen kann, in Ruhe Mittagessen und dann ganz in Ruhe zum Festival, bis es losgeht. Das ist cool. Aber es kommt auch nicht so viel Festivalstimmung auf, natürlich, ne? Also bei einem Tag ist das noch mehr, da ist das ruckzuck vorbei. Bei 2 Tagen ist es noch anders, aber auch da, es ist halt nicht wirklich ein klassisches Festival. Es fühlt sich schon ein bisschen mehr an wie ein ausgedehnter Konzertabend, finde ich. Und das ist jetzt nichts Schlechtes, das sorgt aber eben dafür, dass es da nicht so viele Ereignisse gibt, die drumherum passieren und nicht so viel Atmosphäre entsteht, wodurch das Festival jetzt Punkte sammeln könnte, um weiter nach oben zu gehen. Und deswegen ist das Metal Diver auf Platz 15. Aber man muss es sagen, die Veranstaltung ist ein rundes Ding, lohnt sich gerade für Leute, die aus der Gegend kommen und eben auf klassischen Metal stehen. Ich fand's gut, bin aber nicht der allerkrasseste klassische Metal-Fan und vielleicht kommt auch daher so ein bisschen die Platzierung. Es war schön, aber es kommt auch immer sehr aufs Billing an. Nächstes Jahr zum Beispiel, da sind es wieder 6 Bands, von denen mir die Hälfte nicht so zusagt und da werde ich wahrscheinlich für die 2-3 Bands dann nicht unbedingt hinfahren, weil da sind dann 6 Bands einfach zu kurz. Aber dieses Jahr, 2 Tagesdiver, fand ich sehr cool, könnte man von mir aus gerne wieder machen, auch wenn ich verstehe, dass man es nicht tut. Also ist ein guter 15. Platz, ist ein runder 15. Platz, muss man sagen. Metal Diver macht die Sache immer gut. Ein Tipp für jeden, ja, traditionellen Altmettler, würde ich sagen. Hallo Lukas, Adrian von Todgehört hier und du hast mich gefragt, was meine Top 3 Festivals 2023 sind. Fangen wir an und zwar in umgedrehter Reihenfolge. Nummer 3 ist das Chaostraum Festival, das hat in Rundshausen stattgefunden am 28. und 29. Juli im Kreis Marburg-Biedenkopf. Großartig, von Fans für Fans, kostenlos, direkt an so einem Schützenhaus, wie es sein muss, so direkt am Waldrand. Man hat an den Hügeln dort gecampt. Das waren vor allen Dingen die lokale Bands da, wie Torture, Bitch, Prophet, aber auch von außerhalb Bands wie Anheim und sogar eine japanische Band mit Sable Hills, die dann später in Wacken gespielt hat. Richtig, richtig nice. Auf Nummer 2 kommt ein Festival, was noch gar nicht so lange her ist, und zwar das Turok-Fest. Da war ich erst vor einem Monat. Das war am 27. und 28. Oktober in Bochum. Ein Indoor-Festival. Ja, auch zum Glück Indoor, weil es hat gepisst wie aus Eimern an dem Wochenende. Dafür muss man sagen, Preis-Leistungs-Sieger 50 Euro und dafür hat man große Bands bekommen, wie Sodom, Sacred Reich, Therapy, No Fun at All. Sehr bunt gemischt teilweise, aber auch sehr, sehr geil. Auch gerade so was Endseeker gemacht haben oder auch in The Night Eternal, japanische Kampfhörspiele. Da war schon einige Perlen mit dabei. Nummer 1 dieses Jahr ist für mich ganz klar das Dortmund Death Fest. Großartiges Festival. Ich war zum ersten Mal im Junkyard, was eine richtig geile Außenbühne hat. Alles auch schön wirklich wie auf einem Schrottplatz dekoriert. Geile Bands gesehen. Deicide, Cancer, I Am Morbid, Cataclysm, einen richtig guten Auftritt, aber auch in der Halle dort, in der kleinen Halle auf der kleineren Bühne, waren ein guter Lachs, Kadaver, Ficker, Stilber, richtig geile Bands im Start. Hat mir richtig gut gefallen.
Macht's gut, ich bin raus. Ciao. Der nächste Kandidat hat in diesem Jahr Premiere gefeiert und das ist das Killers Festival in Oberhausen im Resonanzwerk. Das Festival an sich ist neu, aber das Team nicht, denn das Festival stammt aus der Feder von den Meet and Greet-Machern. In derselben Location, so ziemlich selbes Team, aber einen großen Unterschied gibt's und das ist das Billing. Wo das Meet and Greet vor allem auf Mittelalter Rock und Folk setzt und auch so ein bisschen Pagan, ne, da ist es beim Killers Festival tatsächlich Symphonic Metal. Und wo gibt's schon ein reines Symphonic Metal Festival? Wirklich in jeder Band wenigstens eine Sängerin, über 10 Bands. Das war schon spannend, ja. Meine Highlights da waren tatsächlich Temperance, also die wollte ich sowieso lange mal sehen. Super coole italienische Band, checkt die unbedingt mal aus. Alia Tempora, deren Shirt habe ich auch gerade an, weil es leider kein Festival-Merch gab. Das finde ich immer schade, hat für mich auch ein bisschen was mit Identität zu tun. Das ist für mich schon so ein Minuspunkt, aber naja. Die waren sehr bunt und auffällig, auch wenn sie nicht besonders true sind. Alterium haben ihre Live-Premiere gefeiert. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir das Bismarck-Cover von Sabaton. Die Meinung, wie ihr das so findet, könnt ihr euch ja selbst bilden dazu. Ich fand Imperial Age nicht schlecht. Crusade of Bards mit den Veranstaltern zu sehen, war ganz schön. Ad Infinitum mit Melissa Bonny am Mikro. Also das war schon nicht schlecht. Kostenpunkt ist nicht ganz billig. 75 Euro für das 2-Tages-Ticket mit 12 Bands. Schon ist natürlich happig, ne? Also muss man sagen, da muss man wirklich Bock drauf haben. Drin der Sound, der ist so, wie man in so einem Indoor-Schuppen erwarten kann, der war okay. Sitzgelegenheiten gab es leider nicht viele, da müsste man draußen noch mal ein paar Biergarnituren hinstellen. Es gab irgendwo oben eine Sitzecke, die kannte irgendwie keiner, deswegen konnte ich da immer sitzen. Aber naja, es gibt halt mehr als 5 Leute, die da sitzen wollen und sobald sich das mal rumspricht, ist die halt voll. Also den ganzen Tag Beine im Bauch stehen, nervt, eben wie beim Herbststurm und so auch, ne? Also ist so ein typisches Indoor-Festival-Problem. Ja, sonst war aber eigentlich alles ganz cool, ne? Also man muss halt wirklich Bock auf Symphonic Metal haben, das muss man da ganz klar sagen. Wenn man das nicht hat, ist das Festival definitiv nicht für einen. Ich habe deswegen auch keinen gefunden, der mitgefahren ist, aber wenn man da Bock drauf hat, ist es schön. So viel los war noch nicht, gerade am Freitag, das hat man gesehen. Ich glaube, man hat auch rote Zahlen geschrieben. Deswegen ist jetzt zum Zeitpunkt, wo wir das drehen, noch nicht klar, ob das Festival nochmal stattfindet. Wenn es nochmal stattfinden würde, würde ich es mir aber wieder angucken. Ich fand das Festival cool, ich fand es ganz interessant. Aber ein, zwei Bands, die mal was anderes machen, wären vielleicht trotzdem ganz cool. Ich weiß, es soll ein Genre-Festival sein, aber ich finde auch so eine Genre-Festivals brauchen mal eingestreute Farbkleckse, sonst wird es irgendwann zu viel. Deswegen habe ich dann auch irgendwann gemerkt, dass mir es ist mir schwer viel so im Nachhinein so einzelne Auftritte von manchen Bands zu unterscheiden, weil es einfach schon sehr ähnlich war. Aber war ein nettes Ding, würde ich mir wieder reinziehen. Ich würde sagen, so für so eine Premiere vom Festival war es cool. Schönes Ding. Moin Lukas, ja, meine Top 3 Festivals sind auf jeden Fall fast wie jedes Jahr auf Platz 1 das Rockharz, auf Platz 2 auf jeden Fall dieses Jahr das Wacken, auch wenn es matschig war, wir hatten trotzdem unseren Spaß und ja, es hat sich gelohnt. Und auf Platz Nummer 3 definitiv das Field Invasion. Das Field Invasion, falls ihr das noch nicht kennt, schön klein, süß im Westerwald, checkt es mal aus. Und ansonsten noch, ja, Grüße geht raus. In diesem Sinne, bis dann. Von der Premiere kommen wir zu einer Fast-Premiere. Das Festival hat schon mal in einer kleinen Sommerversion stattgefunden, aber noch nie im Herbst und in diesem Umfang. Das Grimeville-Fest hat zum ersten Mal im November in der Stadthalle in Limbach-Oberfrohner stattgefunden. Ist ein 1,5-Tages-Festival, am Freitag 3 Bands, am Samstag 15. Freitag war kostenlos, das fand ich schon mal super, so eine Aktion sind immer cool. Und Samstag 16 Euro noch was für 15 Bands, wahnsinnig günstig. Also das ist wirklich geschenkt, da muss man nicht lange drüber nachdenken. Allein der Headliner Ghost Kid nimmt wahrscheinlich mehr für ein Konzert. Und da sind wir auch schon beim Billing, ist ein Metalcore-Festival, das kann man so sagen. Viel Metalcore, auch ein bisschen Hardcore, aber es ist Core. Da waren gute Bands dazwischen. Meine Entdeckung des Festivals waren Skywalker, die kannte ich noch nicht. Blacktooth und Chiefland, die fand ich auch nicht schlecht. Gerade wenn man die so auf Platte hört, fand ich die ziemlich cool. Never Back Down haben mir live gut gefallen. Impulse kannte ich schon vom Winter Madness Festival. Machen schön melodisches Zeug. The Narrator fand ich gut. Da waren einige dazwischen. Was man sagen muss ist, es gab nicht so viele Ausreißer. Also es hätte gerne mal eine Melo-Death-Band sein dürfen. Dying Breed hatte da Anleihen, aber
noch nicht genug oder mal eine Rockband oder mal was ganz anderes, wie beim Permel irgendwie so eine Irish Folk Band oder so, ne? Also selbst ein Genrefestival, das hatten wir ja gerade beim Killersfest schon, braucht man eine Auflockerung und das gilt auch hier. Und da war auch innerhalb des Genres war das schon sehr ähnlich und selbst mir, und ich höre viel Chor, war das irgendwann so viel und auch meinem Kollegen Paul, der viel Chor hört, ging das so, der sagte auch irgendwann, ja, habt schon recht, ist schon ganz schön viel, sehr ähnlich, dürfte mal ein Ausreißer sein. Das hat man gemerkt. Aber sonst super Festival, super Organisation, schön viel Platz, große Stadthalle, super Sound, hinten im Barbereich mit super vielen Sitzmöglichkeiten, um sich zu entspannen, super faire Getränkepreise. Merch war auch da, wobei da hätte es gern was mit, naja, richtigen Frontprint sein dürfen. Und das, was hinten drauf ist, da steht Grimeville fest, das ist quasi das Logo, das hätte man vorn drauf machen können und hinten Backprint mit Line-Up, das gehört für mich dazu, ein bisschen schade. Aber für so ein erstes Mal in dem Umfang richtig gut. Also, was man noch sagen muss, dass es gab zwei Bühnen. Auf der zweiten Bühne viele Bands mit 20 Minuten ein bisschen verheizt wurden. Statt der 15 Bands würden auch 10 bis 12 dicke reichen, wenn man denen mehr Zeit lässt. Also das braucht es, glaube ich, gar nicht unbedingt so. Da kann man ein bisschen kürzer machen, denke ich. Und den Freitag so als Warm-Up-Tag fand ich eigentlich gut. Den muss man nicht unbedingt verlängern, wenn dann höchstens ein, zwei Bands mehr. Nicht zu früh anfangen, das ist schon sehr cool so in dem Rahmen. Und dann würde ich wieder hinfahren. Also das war ein super Festival. Und das will ich auch ganz explizit sagen. Für mich eine der ganz großen Hoffnungen für die Zukunft. So als eins der Abschlussfestivals des Jahres. Denn im Herbst und im Winter gibt es nicht mehr viele gute Festivals. Und das Grimeville Fest, das könnte was werden. Ich drücke denen ganz fest die Daumen. Das war ein richtig geiles Ding. Das war für mich mit die Festival-Neuentdeckung des Jahres. Also wirklich top. Der einzige Grund, warum das Festival nicht weiter vorne ist, ist eben, dass das Line-Up so ein großer Metalcore-Klumpen war. Da hätte es noch ein bisschen mehr an Ausreißern auch qualitativ nach oben sein können. Da waren viele gute Bands dabei, aber noch nicht genug, wo ich gesagt hätte, yeah. Das waren zu viele Yos und zu wenig Yeahs. Aber sonst, cool. Schönes Ding. Wenn es das wieder gibt nächstes Jahr, und ich hoffe darauf, sind wir garantiert wieder mit am Start. Ich habe es eben nicht gesagt, aber zwischen dem Grimeville Fest und dem jetzigen Festival ist es sehr knapp geworden. Es hätte auch anders ausgehen können. Auch ein anderthalb Tagesfestival, und zwar das Metal Bash in Neu-Wulmsdorf, Hamburg. Das gibt es aber schon ein bisschen länger und nicht erst seit kurzem unter der Führung von Jörn von den Kneipenterroristen. Da kann man sich vorstellen, dass es musikalisch ein bisschen anders ist. Am ersten Tag gibt es auch drei Bands, das ist das Cover Bash, da spielen dann halt immer nur Coverbands. In diesem Jahr los, die haben Rammstein gespielt, war cool. Bastard haben Motorhead gespielt, war auch nicht schlecht. Und am besten war an dem Tag eigentlich Iron Priest, die spielen quasi alles an klassischem Metal als Cover. Und das war richtig gut. Und am zweiten Tag ging es dann richtig los. Und mein großes Highlight und das, was den Ausschlag gegeben hat, dass es auf Platz 12 und nicht 13 gelandet ist, war halt der Headliner. Was the Boss haben ein fettes Manowar-Set gespielt. Ich bin mit Manowar aufgewachsen. Ich fand das cool. Das war richtig, richtig gutes Manowar-Feeling. Der Sänger war auch wirklich sehr nah dran. Was the Boss, ne, ein Original von Manowar. Nice, war wirklich cool. Dazwischen noch so ein paar andere Bands. So viel waren es für mich gar nicht, aber so ein paar. Ich fand Gefrierbrand ganz spannend, Storms Fährmann, das ist so eine Rockband, Sanhedrin, die haben eine Sängerin mit einer sehr spannenden Stimme tatsächlich, Avataria war auch cool, die mal wieder zu sehen, die V8 Vankers mit ihrem Heavy Metal und natürlich die Kneipenterroristen selbst mit ihrem Heimspiel. Und die haben nicht nur auf der Hauptbühne gespielt, es gab auch eine Akustikbühne. Da haben Storms Fährmann und Kneipenterroristen vor allem gespielt, Akustikstil später noch, die haben wir aber nicht mehr großartig angeschaut und das war schön. Es gab zwischen den Auftritten auf der Hauptbühne, immer nur sehr kurze Umbaupausen, das ging ratzfatz und da wurde dann in diesem Zelt gespielt. Und das waren schöne Akustik-Sets, das war sehr kurzweilig, man hatte nie Langeweile, es ging sehr Schlag auf Schlag, manchmal fast schon ein bisschen stressig, war aber cool. Also das war ein schönes, rundes Ding. Auch da hätte es gern ein paar mehr Biergarnituren geben dürfen, aber im Sommer kann man das immer noch verschmerzen, dann ja, pflanzt man sich halt mal auf den Rasen, wenn es nicht gerade regnet, dann geht das. Ein bisschen mehr Schatten hätte es geben dürfen. Der Campingplatz da, der ist wirklich sehr winzig. Da kann man auch kein Pavillon oder so aufbauen. Aber hey, immerhin gibt es einen. Ist ja auch nicht selbstverständlich bei anderthalb Tagen. Fand ich cool. Ne? War ein schönes Festival. Merch gab es auch und der passt auch gut. Der sieht auch cool aus. Ja, und ich würde auch nächstes Jahr in Erwägung ziehen, wieder hinzufahren. Aber das Metal Bash war leider erstmal das Letzte. Jetzt sieht man es, die haben
eigentlich wohl ein ganz gutes Jahr gehabt. Also nicht viel schlechter als früher, aber die Kosten sind so gestiegen, dass man da wohl sich doch ein bisschen verschätzt hat und es geht nächstes Jahr nicht mehr so weit. Sehr schade. Ich wäre gern wieder hingefahren. Ich hatte das jetzt gerade erst entdeckt und fand das total cool. Schade, dass ich da ein bisschen spät dran war. Aber wenn es das irgendwann in Zukunft, wenn es sich stabilisiert, mal wieder geben sollte, Jörn ist ja nicht aus der Welt, dann würde ich es mir auch wieder angucken. War ein schönes Festival da oben, schön kurzweilig, so soll es sein. Also Metal Bash war eine coole Erfahrung, schön, dass ich es zumindest noch einmal mitmachen durfte. Ich bin der Flo von Flo's Metal World und der liebe Lukas hat mich gefragt, was meine Top 3 Festivals waren 2023 und das ist richtig leicht zu beantworten eigentlich. Ich würde sagen, alle drei Festivals sind auf dem gleichen Level. Es gibt da nichts wirklich, was noch besser sein kann. Es sind einfach drei richtig geile Festivals. Wir starten rein mit dem Area 53 in Österreich in einer Burg drinnen mit einem hammerfetten Lineup. Creator, Nanowarf Steel, das sind so die zwei Bands, die mir jetzt so gleich als erstes einfallen. Natürlich eine richtig, richtig coole Zeit gehabt. Wetter hat gepasst, außer am ersten Tag, der war richtig, richtig zornig. Am ersten Tag fegte einfach mal der wildeste Wind über den Campingground, alles zerstört, richtig, richtig geil. Kommen wir zum zweiten Festival, das ist in Deutschland. Ich würde meinen, der Sternenklang gehört dazu. Das war das erste Festival für mich 2023 und es ist einfach so ein richtig cooles Ambiente da drinnen. Geile Leute, coole, auch verkleidete, mittelalterliche, keine Ahnung, was sagt man da dazu? Personen? So irgendwas? Und ich würde sagen, die Nummer 3 ist das Brainbridge Festival in Österreich. 3 Euro kostet Bier, ja? Da ist man noch ein Mensch. Ist eher so ein kleineres, bescheidenes Festival mit auch so Games drinnen wie Tauziehen und so. Da kann man so mitmachen, damit seiner Gruppe gewinnt. Wir, Team Fisten, Platz 6. Yeah. Was noch ein viertes kleines Highlight ist, unser eigenes Festival, was wir jetzt probiert haben, im privaten Rahmen, was es nächstes Jahr offiziell geben wird, Most Wanted. Es war eine richtig coole Zeit, ist aber leider noch nicht offiziell gewesen. Ich gehe wieder zurück. Danke, danke fürs Mitmachen. Bevor es nun in die Top 10 geht, machen wir weiter mit einem Festival, das letztes Jahr auf dem dritten Platz war. Richtig stark. Dieses Jahr ist es Platz 11. Das ist das Helmfest. Einige erinnern sich vielleicht noch an das Wochenende. Das war das Wackenwochenende, wo richtig was runterkam. Da oben wurden tausende von Leuten abgewiesen. Beim Helmfest aber nicht. Da wurden stattdessen noch Wackengänge aufgenommen und es gab ein Sold-Out mit gut 1000 Leuten. Den Regen hat man natürlich trotzdem gemerkt, beziehungsweise die Nachwirkungen. Nach oben war das alles so ein bisschen verschlammt, die Auffahrt. Sind teilweise Leute stecken geblieben. Im Platz waren tiefe Furchen, musste sich irgendwie seinen Weg bahnen. Aber es ging. Das waren Kleinigkeiten. Im Infield hat man alles schön mit Stroh ausgelegt und das lief. Und das ist ja auch das Wichtigste. Sonst, wie man es kennt, 3 Tage Mixed Metal. Organisatorisch war das alles fein. Bühne, die schön groß ist für die Größe des Festivals. Ja, da kann man überhaupt nicht meckern. Keine größeren Verzögerungen. Die Headliner haben zu guten Zeiten gespielt, anders als es früher zum Beispiel manchmal gewesen ist. Da kann ich überhaupt nicht meckern. Merch gab es auch genug in passenden Größen, auch wenn das Design nicht so meins ist. Also ich sag's euch, das ist eher eine Erinnerung mit diesem, ich weiß nicht, Märchen-Wikinger, da gehe ich jetzt nicht vor die Tür, aber das ist Geschmackssache. Nächstes Jahr hätte ich da vielleicht gern wieder was Neutraleres oder Seriöseres, aber die Helmfest-Shirts waren ja immer schon ein bisschen besonders, das muss man ja auch sagen. Das Wichtigste bei so einem Festival ist aber natürlich das Billing. Ja, ist ein kleines Festival auf dem Acker, da steht und fällt alles mit den Bands, da geht es um die Bands. Und das ist bei einem Mixed-Metal-Festival für mich immer besonders wichtig, dass die Mischung da schön breit ist, schön viele Genres bedient werden und auch das war in diesem Jahr wieder richtig gut. Aber, und deswegen ist das Helmfest eben nicht so weit hinausgekommen wie im letzten Jahr, die individuelle Qualität war nicht ganz so stark. Ich mache das mal an so ein paar Beispielen fest. Morbid Approach sind ja so ein bisschen glammig unterwegs. Nicht schlecht gewesen. Letztes Jahr Night Laser und All Nine Yards waren aber einfach ein bisschen stärker. Dann denke ich da an Odradia, eine wirklich coole Pagan-Band, die haben Spaß gemacht. Aber Elven King im letzten Jahr sind einfach nochmal eine Nummer besser. Oder Metalcore-Band aus Österreich, A New Chapter, coole Show. Stacy, auch aus Österreich letztes Jahr, die haben eine richtig fette Party gemacht. Das war outstanding, war halt einfach auch nochmal eine Nummer stärker. Was hatten wir dann noch? Source of Rage dieses Jahr, waren solide. Nordic Raid haben mir einfach ein kleines bisschen besser gefallen. Nemoreus gab es auch, die sind ja auch so ein bisschen mehr so in dieser Pagan-Schiene so ein bisschen unterwegs, im weitesten Sinne zumindest. Wenn ich es vergleiche mit Harpy zum Beispiel, die im letzten Jahr da waren,
Es hat einfach noch mehr Spaß gemacht. Und das zieht sich halt so durch, ne? Es gab auch da meine Highlights, ja? Hatte ich vor allem im Power Metal, Terra Atlantica haben Spaß gemacht. Und ganz großes Highlight Firewind, die habe ich dieses Jahr zweimal gesehen. Und oh, die waren wirklich gut. Also das ist für mich so meine Power Metal-Entdeckung der letzten zwei Jahre. Die machen mir live gerade richtig, richtig Spaß. If Worlds Collide und Cambrio mit ihrem Heimspiel, die sind natürlich auch stark und machen gerade zu Hause auch Spaß. Und Decibel, so eine AC/DC-Coverband, mit denen habe ich gar nicht gerechnet und ich dachte eigentlich auch, AC/DC ist all, war aber live super gut. Also hat mir wirklich gut gefallen. Ne? Also man hat schon seine Bands, man hat schon seine Highlights, aber über drei Tage hinweg hätte es mitunter ein bisschen stärker sein können, für mich persönlich. Aber das ist immer höchst subjektiv bei so einem Line-Up. Ich finde es schon mal gut, dass die Mischung so gut ist und ja, wie die Bands im einzelnen Jahr sind, das kommt dann immer auf den Geschmack an. Ne? Also letztes Jahr fand ich es ja so richtig geil und ich muss auch sagen, wenn ich aufs nächste Jahr gucke, dass ich da optimistisch bin, dass es mir auch wieder noch mal ein bisschen besser gefällt. Dieses Jahr war es halt ein gutes Festival, kann man nichts sagen. Gutes Festival, aber die Konkurrenz ist wahnsinnig stark und deswegen sind eben andere in den Top 10 gelandet. Und zu denen kommen wir jetzt gleich. Trotzdem, Helmfest ist eine Empfehlung von mir. Guckt da mal hin. Ist eines meiner Lieblings-Mixed-Metal-Festivals. Lasse ich nichts drüber kommen. Ist wirklich ein Besuch wert, wenn ihr nicht so Bock auf den Wackentrubel habt, auf so ein großes Festival. Guckt euch das Helmfest an. Ist wirklich ein cooles Ding und hat wirklich verdient, unterstützt zu werden. Platz 10. Der Einstieg in die Top 10. Das nächste Festival ist ein Underground-Festival und ich würde behaupten, ein ganz besonderes. Die Frostfeuernächte finden im Februar statt, sind damit oft der Saisonauftakt und eins von ganz wenigen Festivals, die in dieser Zeit stattfinden. Das Ganze ist am Kiez Hölzerner See, Kinder- und Erholungszentrum heißt das. Und da gibt es so Häuser mit kleinen Zimmern drin. Das hat so ein bisschen ja, Ferienlager-Flair, sage ich immer, Klassenfahrts-Flair. Denn man hat da seine Gruppe, mit der hängt man auf dem Zimmer. Man steht zusammen auf, man geht auch mehr oder weniger zusammen pennen. Das ist eine Intimität und ein Zusammenhalt, den man so auf Sommerfestivals, obwohl man da zusammen campt, finde ich nicht hat. Es ist was anderes. Es ist ein anderer Zusammenhalt, es ist eine andere Gemütlichkeit. Und davon lebt das Frostfeuernächte-Festival. Das war für mich noch nie ein Billing-Festival, es ist ein Feeling-Festival. Ich fahre da nicht wegen des Line-Ups hin. Ja, das muss man so sagen. Das drumherum passt da auch. Man hat da so einen See, wo man hin kann. Es gibt immer so ein Anbaden, mache ich nicht mit, dafür bin ich wahrscheinlich zu weich. Aber es gibt immer Leute, die das machen. Es gab Jahre, da war der See zugefroren und man konnte ein bisschen drauf langlaufen. Soll man ja eigentlich nicht, aber gab es schon. Dieses Jahr nicht, aber Anbaden gab es. Dann hat man draußen früher mal so ein großes Lagerfeuer mit 50 Metalheads drumherum gehabt. Das war was Besonderes. Jetzt hat man das so ein bisschen reduziert. Kleine Feuerschalen, ist nicht ganz dasselbe. Aber man muss auch gucken, wo man bleibt nach drei Jahren Pause. Und finanziell ist das noch nie so einfach gewesen bei den Frostfeuernächten. Die Außenbühne hat man im Vergleich zu 2020 gestrichen. Das finde ich nicht weiter schlimm. Das war ein nice to have, aber kann man auch gut streichen. Dann lieber auf das Programm drinnen konzentrieren. Schade war eben, dass es dieses Lagerfeuer da als großen Spot zur Versammlung nicht mehr gab. Man würde vielleicht sagen, hey, das ist doch nur eine Kleinigkeit. Aber gerade von diesen Sachen leben die Frostfeuernächte. Es ist die Atmosphäre, die so besonders ist. Ja. Und das war letztes Jahr cool. Man hat sich an einem der vielen, vielen Stände, die es bei den Frostfeuernächten gibt, ist auch dieses Jahr wirklich viel Essen für so ein kleines Festival, dann dahin gehockt und gegessen. Das gab es diesmal so nicht. Das war ein bisschen schade. Aber trotzdem war es schön. Billing, habe ich ja schon gesagt, ist nicht so richtig meins. Black Death Metal meistens ein bisschen so das Hauptgenre. Da bin ich ja nicht die Zielgruppe. Aber es sind auch immer so ein paar andere Bands dazwischen. Man schaut, dass man es anderen auch angenehm macht. Im Black Metal Bereich fand ich die atmosphärischen Sachen schön. So Kanonenfieber und Grima, die haben mir Spaß gemacht. Dann gab es Obscurity so mit ihrem Pagan Viking Metal. Die fand ich gut. Dann zum Beispiel ja, Inge und Heinz und Clit Commander so mit ihrem Spaß-Metal bzw. Grindcore, was auch immer das ist, das war auch auf jeden Fall mal unterhaltsam, da kann man nichts sagen. Craving, die ja auch so ein bisschen mehr in der Pagan-Szene unterwegs sind, die haben mir wirklich Freude bereitet, als die gespielt haben. Nala mit ihrem Melodeath-Metal, also man findet schon so ein paar Bands, die einem gefallen. Und wie gesagt, selbst wenn da nicht so viele sind, man hat da, finde ich, trotzdem seinen Spaß. Es ist gemütlich, die Preise stimmen und man kann sich da drei Tage wohlfühlen. Wie gesagt, genug zu essen und so, dass man sich da auch nicht irgendwie eindecken muss. Da findet man was und kann sich da drei Tage durchfressen. Das fand ich richtig schön, weil oft gibt es ja wirklich nur ein, zwei Buden auf so kleinen Festivals. Und da gab es wirklich eine lange Liste.
War ein cooles Ding. Ich fand es schön, dass es wieder stattgefunden hat. Es war ja dieses Mal auch 3 Tage lang. Ich muss sagen, ich hätte diesen 3. Tag nicht unbedingt gebraucht, den Donnerstag. Aber er hat auch nicht geschadet. Ja, also von mir aus sind auch 2 Tage okay. Ne, da braucht es den 3. nicht. Aber dafür hat man mehr Zeit mit seiner Gruppe, kann mit denen mehr rumhängen, hat noch mehr Gespräche, einen Abend mehr. Und es ist nicht so schnell vorbei. Ist auch schön. Hat sein Für und Wider. Nächstes Jahr sind es wieder 3 Tage. Finde ich nicht schlimm. Wenn ich frei bekomme, dann bin ich auch schon wieder am Donnerstag da und genieße das. Deswegen die Frostfahrnächte als eines der ganz wenigen Winterfestivals von Qualität und auch, sag ich mal, Ausführlichkeit mit einem größeren Line-Up, die es noch gibt, auf jeden Fall einen Besuch wert. Und auch wenn ihr sagt, das Line-Up taugt euch nicht so, guckt euch das mal an, gebt dem eine Chance, denn hier ist es, wie gesagt, wirklich die Stimmung, die das Festival ausmacht. Und das Festival wäre, wenn ich zusammenstreichen müsste meinen Kalender, eins der allerletzten, die ich streichen würde, hat für mich einen festen Platz und ich habe schon richtig Bock auf die Frostfahrnächte. Also ich habe richtig Vorfreude, wenn ich drüber nachdenke, was ich nächstes Jahr unbedingt sehen möchte und wo ich mich am meisten drauf freue, sind die Frostfahrnächte ganz oben mit dabei. Und das will schon was heißen. Moin Moin auch von mir, ich bin der Skruzius und auch in diesem Jahr hat mich der Lukas gefragt, welche Festivals meine Top 3 in diesem Jahr gewesen sind. Ich war auf einigen Festivals in diesem Jahr zum ersten Mal. Nichtsdestotrotz sind eigentlich auf dieser Top 3-Liste wieder die Altbekannten gelandet. Und so steht auf Platz 3 ein Festival mit den Namen die Frostfeuernächte. Ein Festival, was im Winter stattfindet und dadurch einfach auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat. Außerdem besitzt das Festival eine super Location und wartet auch immer wieder mit einem klasse Line-Up auf. Besonders im nächsten Jahr ist das wirklich spitze, also schaut da mal vorbei, vielleicht kommt ihr selber in den Genuss. Auf Platz 2 steht bei mir ein Festival, was sich über die letzten Jahre bei mir im Herzen auch sehr verankert hat. Und das ist das Darktroll. Dort habe ich in diesem Jahr wahrscheinlich die besten 2 Live-Auftritte gesehen. Und das war einmal bei Mordiel und Afski. Dadurch das Darktroll in diesem Jahr auf Platz 2. Auf Platz 1. Und der ausschlaggebende Punkt hier war wirklich das Line-Up, steht das Ragnarök-Festival, was in diesem Jahr wirklich wahnsinnig viele sehr gute Bands geliefert hat. Das wird schwer zu toppen im nächsten Jahr. Ich werde trotzdem vorbeischauen und ja, nun ende ich noch mit ein paar Grußworten. Ich wünsche euch noch ein paar schöne letzte Tage. Genießt die Zeit und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Bis später, macht's gut. Wer schon mal auf den Frostfeuernächten war, kennt wahrscheinlich auch das nächste Festival, das Darktroll. Denn viele Gruppen, die auf dem einen Festival sind, sind auch auf dem anderen. Und auch Felix, der Veranstalter von den Frostfeuernächten, ist da hin und wieder mal. Zumindest war das letztes Jahr, das weiß ich. Das Darktroll ist ein Pagan- und Black-Metal-Festival und ist da mittlerweile eine der Anlaufstellen, die es gibt. Kein Geheimtipp mehr. Und besonders durch die Location insbesondere. Ist in Sachsen-Anhalt in der Schweinsburg-Bornstedt, in der Burgruine. Und das ist wirklich eine schöne Location, ja. Ist wirklich halt wirklich in so einem Gemäuer mit so einem Turm oben. Man hat fest installierte Bänke und Lampen. Man hat da so einen Steinverschlag. Die Bühne ist auch fest oben mit so einem richtigen Dach mit Ziegeln. Das hast du so auch selten. Das ist schön, das ist muckelig. Oben kannst du hingehen, hinten auf den Hang und hast einen schönen Ausblick über die Dörfer ringsrum. Ja, das ist nice, das ist schön, mitten im Wald. Wo gibt's das schon? Dadurch automatisch limitiert auf ein bisschen mehr als 1000 Besucher. Die Campingplätze sind ringsrum ein bisschen verteilt, da muss man ab und zu mal ein bisschen mehr laufen. Das ist halt so, aber hey, es ist schön da. Der Ticketpreis war dieses Jahr ein bisschen höher mit 110 Euro, aber die haben auch vorsichtig kalkuliert. Und man muss sagen, nächstes Jahr haben sie es wieder reduziert. Das habe ich woanders noch nie gesehen. Ja, das war jetzt mal ein Jahr so und dafür hat man ein relativ exklusives Line-Up. Denn man muss sagen, das Darktroll braucht nicht irgendwelche Bands, die lassen sich immer schon was einfallen. Da sind immer so ein paar Altbekannte dabei, die man alle paar Jahre sieht. Aber auch Bands, die man nicht so oft sieht. Cromleck zum Beispiel, die haben glaube ich nur 2 Gigs gespielt nach zig Jahren und einer davon auf dem Darktroll. Alfada und Waylander, das sind so Bands, die so richtig nach Pagan klingen. Das schaffen viele andere Festivals in der Richtung nicht mehr so gut, solche alten Bands so in so richtig Pagan. Da ist mittlerweile ganz viel einfach auch Black Metal und atmosphärischer Black Metal. Und den gibt es da natürlich auch, aber ich finde es cool, dass eben auch diese Pagan-Schiene noch bedient wird, denn das gibt es jetzt nicht mehr so viel mittlerweile.
Meine Highlights waren aber vor allem andere. Ich denke da an Heretor mit einem wirklich schönen Gig, die machen besondere Musik. Saor sind ja auch wirklich atmosphärisch. Nala, die wir auch im Frostfeuernächten schon dabei waren, schöner Melodeath, genauso wie Nordic Raid, das war cool. Fimbulfett haben schönen, kraftvollen Pagan gemacht, die haben ja glaube ich auch vorher zig Jahre nichts mehr gemacht. Auch das war schön. Wannerheim haben auch Spaß gemacht, das ist eine junge Band, die richtig kraftvoll dabei ist. Und Heidevolk, die kennt man ja als Headliner, die haben mir sehr gut gefallen. Also man hat seine Bands, die man da findet. Gerade wenn man Pagan oder Black Metal mag. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch wahrscheinlich da nicht die Kernzielgruppe. Ich hätte mir noch ein bisschen Folk gewünscht, das hatte man früher mal ein bisschen mehr. Ich glaube, da gibt es auch nicht viel. Aber wenn man da so ein, zwei Bands gehabt hätte, wäre das schick gewesen. Nächstes Jahr gibt es das wieder, habe ich an den Bestätigungen schon gesehen. Da sind wieder ein, zwei typische Folk-Metal-Sachen mehr dabei. Und ja, sonst hatte ich eigentlich keinen Grund zur Beschwerde. Laut war es teilweise vor der Bühne, gerade im Zentrum, also zu laut finde ich. Ich habe mich meist am Rand rausgestellt, das war unangenehm. Mein Begleiter, der ist dann irgendwann nach hinten gegangen, der hat gesagt, ich halte das hier nicht aus. Also tatsächlich, ich habe auch mal hier und da mal so ein bisschen gefragt. Also es gab ein paar, die das so gesehen haben, keine Ahnung, ob es alle sind. Das war so der einzige größere Kritikpunkt, den ich hatte. Merch gab es richtig viel, auch schönes Merch. Und vor allem haben die immer eine breite Palette für die Größe des Festivals. Die haben immer mehr als ein Motiv. Das ist auch geil. Das sieht auch sehr gut aus. Das ist cool. Auch das Dark Troll ist mittlerweile ein Festival, wo ich nicht großartig drüber nachdenke, sondern weiß, okay, ich fahre da wieder hin. Erstens, weil es auch da nicht so doll aufs Billing für mich ankommt, weil da immer dieselben Leute sind, die Stimmung ist cool, die Location ist schön, das passt einfach und es sind doch immer dieselben Leute, also das ist wirklich wie Familientreffen und das hört man auf vielen Festivals, aber ich finde beim Dark Troll ist das ganz besonders der Fall, da sieht man wirklich sehr viele Leute und auch wirklich oft dieselben Leute und da ist das alles nochmal ein Stückchen enger zusammen als bei anderen Veranstaltungen, muss man wirklich so sagen, muss man ihnen lassen und das Billing ist auch immer gut. Da kann ich blind sagen, ich weiß, Kelly und Mike, die machen das. Die holen ein paar besondere Bands, die holen immer Deutschland-Premieren ran. Die haben Reunions da und auch ein paar Bands, die man gerne sieht, die auch öfter mal woanders spielen, die dann aber auch gut reinpassen. Die sind auch manchmal so ein bisschen am Zahn der Zeit und holen Sachen, bevor sie innen sind. Also da muss ich nicht vorher gucken, da weiß ich, das wird gut. Deswegen wird auch Stark Troll, wenn es urlaubsmäßig passt, auch nächstes Jahr wieder bei mir mit auf dem Plan stehen. Das sollte drin sein. Also Dark Troll ist kein Geheimtipp mehr, die meisten von euch kennen es wahrscheinlich sowieso schon und wenn nicht, checkt's mal aus, die Burgruine mit Festival, mit Metalbands, die wollt ihr sehen, das wollt ihr nicht verpassen, vertraut mir. Hallo Metals, Micha von TV Jungs Musik hier aus dem Metal Headquarter. Ja, drei Festivals will der Lukas von mir hören. Schwierig, weil ich war auf exakt drei Festivals, glaube ich, dieses Jahr. Einige, die ich gerne besucht hätte, das Nord und das Turok zum Beispiel, wurden abgesagt. Das Rage Against the Racism musste ich leider ausfallen lassen aus zeitlichen Gründen. Insofern ist eh nicht viel zusammengekommen. Insofern machen wir es kurz und schmerzlos. Die beiden großen Sachen, Open Flair und Wacken, sind natürlich da. Open Flair war dieses Jahr sehr wenig Ausbeute als Metal-Fan. Aber ansonsten ist halt immer ein schönes Festival. Aber Metal war da dieses Jahr so gut wie kein Thema. Wacken, natürlich, wie ich mir schon gedacht habe, als man da war, war es furchtbar. Aber man hat dann doch Kriegsgeschichten zu erzählen. Opa erzählt vom Krieg. Das war schon ein Erlebnis. Aber mein Lieblingsfestival dieses Jahr war einfach das Odyssey de Blasphemy im Resonanzwerk in Oberhausen. Nicht nur, weil ich da geile Bands entdeckt habe, die ich noch nicht auf dem Zettel hatte, wie Outlaw zum Beispiel, sondern einfach, weil es ein Festival war, wo man gemerkt hat, die Leute sind wegen der Musik da, nicht wegen dem Ereignis. Also selten so ein Metal-affines Publikum erlebt, die bei jeder Band drinne sind. Da hat keiner draußen gestanden und geraucht oder gequatscht oder sowas. Alle waren wirklich wegen der Mucke da und das war schon geil. Und wie gesagt, Bomben-Bandauswahl und es war einfach ein Spitzennachmittag. Das war so mein Highlight dieses Jahres. Ich hoffe mal, nächstes Jahr kann ich ein paar Festivals mehr besuchen. Zurück ins Studio. Das Festival auf Platz 8 hat einen ganz besonderen Stellenwert für mich. Das ist das Metal Frenzy in Gardelegen. Besuche ich seit seiner ersten Auflage 2014, damals noch als einfacher Gast, dann irgendwann als Presse und mittlerweile mache ich den Autogrammstand da. Bei den Streams durfte ich auch vor Ort sein. Ja, besuche ich 10 Jahre am Stück, das mache ich bei keinem anderen Festival bisher.
außer beim Rockharz, und das gab es zwischendurch nicht. Deswegen hat das vorhin sie da einen kleinen Vorteil. Aber die beiden Festivals sind eigentlich so die längsten für mich. Und es ist ein Mixed-Metal-Festival, das mag ich eigentlich am liebsten. Das ist cool, das ist eins der am besten organisiertesten Festivals, die ich kenne. Das Merch von denen, das ist solide, leider drucken die nie in Farbe. Schade eigentlich, das Design dieses Jahr gab es in Farbe auf dem Programmheft, das sah richtig cool aus. In Schwarz-Weiß ist es okay. Ja, aber das Wichtigste ist beim Frenzy, wie auch bei anderen Mixed-Metal-Festivals auf einem Acker, das Billing. Ich fange mal mit den Bands an, die mir gefallen haben, und da gab es schon einige. Gerade die Headliner, die können ja viel rausreißen, haben sie auch. Dark Tranquillity, coole Melodeath-Band, eine meiner Liebsten, und ich konnte Michael Stanne interviewen, das war für mich besonders. Das war so ein Frenzy-Moment, wie früher auch schon mit Equilibrium und Elvati in früheren Jahren. Ja, so eine Möglichkeiten kriegt man halt nicht überall, dafür bin ich dem Frenzy dankbar. Knorkator, muss ich nicht zu sagen, konnten endlich spielen, super coole Sache. Firewind, ein richtig cooler Power-Metal-Headliner. Cambrium waren dabei, schön melodisch, finde ich gut, wie auch auf dem Helmfest, ne? Die haben Spaß gemacht. Stormseeker haben Freude verbreitet, Kanonenfieber haben einen soliden Gig gehabt. Herren so ein bisschen NDH-mäßig, rammsteinig, muss man schon sagen. Und meine Entdeckung des Festivals, Sagenbringer. Das ging, glaube ich, diese Saison vielen Leuten so, wenn sie Sagenbringer gesehen haben, dass sie dachten, boah, die kommen groß raus. Und man sieht es auch daran, dass die nächstes Jahr schon viel öfter irgendwo gebucht sind. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Also, ich hatte einige Gigs und gerade so diese Sachen haben es rausgerissen. Zum Glück, muss man sagen. Denn ich muss auch sagen, das Frenzy war mal breiter aufgestellt. Es war mal ein bisschen besser durchmischt. Gerade so dieser Punk-Drive, so mit Bands wie Boost and Glowy oder Perkele, das ja wirklich große Slots sind für solche Bands dann, die wegfallen. Wegfallen aus meiner Sicht, weil ich kein Punk-Fan bin. Muss man mögen, ne? Akrimas Profundere fand ich auch noch ganz nützlich, sind mir gerade noch so eingefallen. Aber es gibt auch viel so Blackiges oder Thrashiges, ein bisschen Hardcore manchmal. Das ist alles so, naja, mal ganz nett. Aber ich habe schon öfter mal das Gefühl auf dem Frenzy, die Pausen werden länger. Die Tage werden länger. Es sind 3,5 Tage und die Highlight-Dichte ist in den letzten Jahren für mich sukzessive zurückgegangen, leider. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so. In meiner Bubble geht es einigen so. Ich weiß, dass es dem Scrutius auch so geht. Am Ende werden die Verkäufe und die Leute vor der Bühne dem Festival recht geben. Ich gehöre wahrscheinlich einfach nicht zum typischen Altmark-Publikum da oben. Es ist meine Heimat da oben, ich komme aus Haldensleben, das ist nicht weit weg. Und deswegen ist das Frenzy für mich was Besonderes. Wie oft wächst man schon so mit dem Festival mit, ne? Ich habe in meinem Kanal, als ich klein war, da schon hingehen dürfen, den Autogrammstand mitgemacht, und über die Jahre hat man immer mehr Möglichkeiten gehabt. Das ist cool. Und deswegen hat das Frenzy für mich einen besonderen Stellenwert. Aber ich merke auch, dass es jedes Jahr ein bisschen weniger Vorfreude ist, dass es jedes Jahr ein bisschen weniger Bands sind, auf die ich mich freue. Und deswegen ist es dieses Jahr halt auch eben entsprechend nur Platz 8, obwohl das Frenzy oft noch viel weiter vorne war. Ich bin trotzdem froh, immer da zu sein, und ich plane auch nächstes Jahr mit dem Frenzy. Aber wir müssen mal gucken, wo es hingeht. Ich habe, und das tut mir echt weh, das zu sagen, aber ich habe das Gefühl, dass ich so billingmäßig ein bisschen aus dem Schuh rauswachse. Oder dass der Schuh mich rausschmeißt. Denn ich glaube, dass meine Gewohnheiten sich gar nicht so doll umgestellt haben, sondern dass einfach das Festival mit dem Billing immer mehr in eine gewisse Richtung rutscht und die mir nicht so gut passt. Aber man wird sehen, wo es in Zukunft hingeht. Nächstes Jahr plane ich auf jeden Fall dabei zu sein, bin sicherlich auch wieder bei den Autogrammstunden am Stand und mache das Ganze. Und wo es dann langfristig hingeht, gucken wir uns mal an. Also Metal Frenzy in Altmark. Guckt euch mal an, wie ihr das Billing so findet, und entscheidet dann, ob das euer Ding ist. Für mich ist es halt einfach Gewohnheit und Tradition. Hallo ihr Lieben, hier ist Yassi von All for Metal und JJ's One Girl Band. Erstes Festival, was ich euch ans Herz legen möchte, ist das Rockharz. Wunderbar familiäres Festival, wir haben uns dort richtig toll aufgehoben gefühlt. Und auch trotz der vielen Schicksalsschläge, die man in der rührenden Rede dann mitbekommen hat, das Team alles versucht, dass das Festival smooth läuft. Es war einfach wundervoll. Absoluter Fav auch privat bei mir ist immer das Summer Breeze. Die Lineups sind absolut krank. Das Festival an sich ist super nice. Ich mag die Location ziemlich. Einfach immer wieder schön dort. Und jetzt bei dem dritten Festival, das ist immer sehr, sehr schwer, denke ich mal, eine Top 3 zu fassen. Ich bin sowas so unglaublich schlecht. Aber es muss Wacken sein. Trotz der Tatsache, dass es viele
Dinge gab, die zu Unmut geführt haben beim Publikum, hat dann trotzdem das Team alles möglich gemacht, damit das Festival irgendwie stattfinden kann. Und es war auch einfach ein riesiger Traum, mit der Band dort aufzutreten. Es war einfach so ein irrer Tag. Tetzel hat tatsächlich so heraufbeschworen, wir fangen vor 14 Leuten an zu spielen. Es waren 14 Leute und dann war der ganze Platz voll. Und ich denke, das war einfach ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Dementsprechend auch die Tatsache, dass ich am nächsten Tag meine Lieblingsband interviewen durfte auf dem Festival, muss es bei mir in die Top 3 rein. Einfach weil die individuellen Erlebnisse dort wunderschön waren. Also Top 3, Rockhards, Summer Breeze, Wacken. Bin gespannt, was so die anderen Leute hier im Video sagen werden. Nicht nur auf die Größe kommt es an. Das habe ich ja schon öfter mal hier im Festival-Ranking vertreten und auch dieses Jahr haben es wieder ein paar kleinere Vertreter weit nach vorne geschafft. Eins dieser Festivals ist das Hamburger Metal-Nacht-Festival im Harz. Das haben wir die letzten beiden Jahre schon besucht und war jetzt ähnlich, musste aber auf eine andere Fläche ziehen und ging auch nicht anderthalb Tage, sondern zwei Tage. Der Umfang blieb ähnlich mit 12 Bands, aber diesmal waren beide Tage gleich lang, jeweils 6 Bands. Und das war ganz cool, dadurch fühlte es sich nicht ganz so kurz an. Das war, glaube ich, ein ganz smarter Move. Bandmäßig ist es so breit aufgestellt, wie man das bei 12 Bands erwarten kann. Mixed Metal, gerade die Headliner haben es dieses Jahr rausgerissen. Allen voran Scar Symmetry, richtig schöner Melodeath. Und Equilibrium, auch eine super Bestätigung, womit man nicht gerechnet hat beim Buchen, war halt der neue Sänger. Und auch wenn der mir jetzt so von der Präsenz her nicht so gut getaugt hat auf der Bühne, wie zum Beispiel Robse das noch getan hat, war es trotzdem ein solider, guter Auftritt. Ne? Also hat trotzdem Spaß gemacht, das muss ich zugeben. Daneben dann andere gute Bands, auch noch Black Messiah zum Beispiel. Im Pagan-Black-Bereich kennt man die ja. Heidevolk, die haben mir richtig Spaß gemacht auf der Hamburger Metal, muss ich sagen. Gerade wenn die eine von ganz wenigen Bands in dem Bereich sind, zünden die nochmal mehr als in so einem ganzen Pagan-Spektrum, wie zum Beispiel beim Dark Tour, muss ich auch sagen, das hätte ich so gar nicht erwartet. Sons of Odin, eine super Manowar-Coverband, also das hat richtig Spaß gemacht tatsächlich. Hätte nicht gedacht, dass die live so gut sind, aber sind sie wirklich? Also kann man sich echt mal geben, wenn ihr Manowar ohne Manowar sehen wollt, also einfach nur den Manowar-Sound, aber nicht so teuer. Dann gab es zum Beispiel noch Nameless Death, die ja Melodeath machen, Sky Eye, so ein bisschen Heavy-Metal-mäßiger unterwegs, Nightmare meine ich auch, also da gibt es einiges. 12 Bands sind natürlich schnell rum, aber die hatten alle schön lange Sets. Es ging nicht zu lange, es fing auch nicht zu früh an. Es war einfach angenehm. Der Sound war gut, dazu fühlte sich alles wertig an, gerade Backstage, wo jetzt einige von euch wahrscheinlich nicht so hinkommen, aber ich kriege das ja immer so mit. Da merkt man, das ist alles wunderbar aufgezogen, schön groß. Da fühlen sich auch die Bands wohl und das merkt man. Also, das ist ein super Festival, die könnten easy noch ein paar hundert Leute mehr vertragen mit ihrer Infrastruktur und ich glaube, das Festival würde gar keine Probleme bekommen. Das Ding hat Zukunft, wenn die Leute es denn mal nach Heimburg schaffen. Deswegen, also da war ich wirklich begeistert. Mittlerweile ist das eines der Festivals, wo ich mich auch mehr drauf freue. Ich habe da Lust drauf, weil es einfach schön ist, da zu sein. Es ist einfach angenehm und da macht man nichts falsch. Ja? 75 Euro preislich für das Festival-Ticket mit 12 Bands ist zwar nicht günstig, aber die letzten beiden Jahre haben sie auch 75 Euro genommen. Also muss man sagen, die haben zumindest den Preis gehalten und jetzt in der Situation meckrig da auch nicht mehr. Also ich finde das vertretbar und gerade mit den großen Headlinern absolut in Ordnung. Vor so einer, ich sag mal, begrenzten Masse, wo man sich nicht so durchprügeln muss, hat man wahrscheinlich Equilibrium in den letzten Jahren nicht mehr so oft gesehen. Das ist schon ganz nice. Also Fazit, gutes Festival, es muss nicht immer so ein großes Ding sein. Heimburg macht den Job richtig gut und ich freue mich auch schon wieder aufs nächste Jahr, da wird es wieder hingehen, wieder zwei Tage. Schön, dass es das Festival immer noch gibt. Ich rate euch, geht da mal hin. Das Festival hat den Support verdient. Macht das, solange es Leute gibt, die Bock haben, was zu planen, auch wenn sie in den ersten Jahren draufzahlen. Ich hoffe, das hat bald mal ein Ende. Ist ein schöner, kleiner Player im Harz und ich würde sagen, für die, die jetzt sagen, hey, das Rockharz ist mir einfach zu groß geworden, ist es vielleicht eine Alternative, guckt euch das mal an. Im besten Fall geht da auf beide Festivals, Rockharz und Heimburg. Mein Festival-Ranking ist ziemlich einfach dieses Jahr. Ich habe nämlich nur genau ein Festival besucht. Ich bin irgendwie öfters und lieber in letzter Zeit unterwegs auf kleinen Events, auf Gigs mit Underground-Bands und so weiter. Und ja, dieses Festival, das mein Ranking gewonnen hat, das ist wie immer und
selbstverständlich das Area 53 Festival in Leoben in der Steiermark in Österreich. Das ist extrem familiär, es ist von der Größe her genau meins, es ist nicht überfüllt mit Menschen und trotzdem Top Billing. Es haben dieses Jahr gespielt Hammerfall, Soulfly, Creator, Feuerschwanz und viele mehr. Und 2024, so viel kann ich jetzt wahrscheinlich schon spoilern, wird es wahrscheinlich auch wieder mein Festival des Jahres werden, weil da sind jetzt schon Aventasia, Amorphis, Katatonia, Behemoth angekündigt und ja, ich mag das Area 53 sehr, sehr gerne. Metal, Alter! Wir kratzen an den Top 5. Wir sind bei Platz 6 angekommen und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr so eine Person in eurem Umfeld habt, die immer ein bisschen unscheinbar ist, gar nicht so auffällt, bis Tag X kommt. Da macht die Person irgendwas Krasses, Ausgefallenes und ihr denkt euch so, wow, hatte der das schon immer in sich? Und das war für mich dieses Jahr das Metal Embrace. Versteht's nicht falsch, ich fand das Festival schon immer schön, aber vor allem aufgrund der Gemütlichkeit. Es war günstig, lange Zeit 25, letztes Jahr 35 Euro, dieses Jahr waren es dann halt 50 und hatte so seine 3-4 Bands, die man wirklich gerne sehen wollte und dann noch ein paar, die man halt so mitgenommen hat und dann war der Lachs auch schon gegessen, ne? Hat man halt mitgenommen, war ganz nett und Punkt, ne? So eine Festivals braucht's auf jeden Fall auch, das ist entspannt. Aber dieses Jahr waren da plötzlich so viele Bands, die ich sehen wollte. Ich muss es offen sagen, auch wenn das vielleicht gemein klingt, aber das hätte ich dem Festival so gar nicht zugetraut. Rainer hat da plötzlich sehr viel nach meinem Geschmack gebucht. Angefangen mit den internationalen Acts, die man nicht so oft sieht. Allein für die wäre es schon wert gewesen, dahin zu fahren. Metricide aus Tel Aviv, meine ich, die so ein bisschen choriger fast schon sind. Angel Crypt aus Malta, Heavy Metal Anleihen, Etherion aus Griechenland auch. Und allein die wären es schon wert gewesen. Das sind schon coole Bands. Aber damit hört es ja nicht auf. Dann haben wir so Bands wie zum Beispiel Groza, die ja richtig schönen atmosphärischen Black Metal machen. Fördern, die in der Richtung auch solide unterwegs sind. Obscurity und Asenblut, zwei sehr in Deutschland bekannte Pagan-Bands, würde ich sagen. Die haben ja mittlerweile auch schon die meisten Festivals so abgespielt. Und gerade Obscurity kann ich mir auch 10-mal mehr angucken. Die finde ich immer super. Dann auch noch Bands wie Nameless Death, Lolita Melodeath. Oder zum Beispiel Macbeth, die ja so Oldschool DDR-Heavy Metal machen. Ich finde, da passt dieses Label wirklich. Also, das war richtig viel. Und das macht dann auch Spaß in so einer kleinen Halle, wo man auch wetterunabhängig ist, bei günstigen Essens- und Getränkepreisen, bei seinem kleinen End-Saison-Festival, weil da klingt bei uns die Saison immer so ein bisschen dann aus, das letzte Open-Air-Saison-Festival. Ja, das war cool, plötzlich mal so viele coole Bands auf dem Festival zu haben, die auch mir als jemand, der eher melodischen Metal mag, taugen. Denn meistens ist es ja eher so Richtung Black Death und ich bin einfach nicht so die Zielrichtung bzw. die Zielgruppe vom Festival wahrscheinlich, aber in diesem Jahr hat das einfach gepasst. Also es war das Jubiläum, 15 Jahre und bei vielen Festivals, da merkt man das immer nicht so. Die sagen, ja, Jubiläum kommt und man kommt dann, aber das Festival hat irgendwie ein Line-Up so wie sonst auch und das ist zwar als großes Jubiläum gelabelt und angekündigt, aber es ist halt wie immer. Und das kann man beim Embrace nicht sagen. Da hat man gesehen, hier ist beim Booking was passiert. Das finde ich großartig. Also da muss ich wirklich ein großes Lob aussprechen. Ich fand das super dieses Jahr. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hätte das, wie gesagt, bei Metal Embrace so nicht erwartet. Und von mir aus darf das Booking in den nächsten Jahren gern wieder so in die Richtung gehen. Waldgeflüster, die spielen bestimmt demnächst. Die hätten auch noch da gespielt. Nochmal so eine gute Band. Und die heben wir uns dann halt fürs nächste Jahr auf. Ich gehe davon aus, dass die bestimmt wieder gebookt werden, wenn die krankheitsbedingt ausgefallen sind. Und ja, da bin ich schon ein bisschen euphorisch. Also war ein richtig gutes Embrace. Und auch da sieht man wieder, auch so ein kleines Underground-Festival kann einen mal so richtig in Stimmung bringen und man ist plötzlich so richtig aus dem Häuschen, einfach weil es cool ist. Ja, also war schick. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Der kleine Underdog aus der Nähe von Magdeburg hat das dieses Jahr richtig gut gemacht und da auch ein paar größere Player hinter sich gelassen. So schnell kann es gehen. Die Top 5. Die besten 5 Festivals der Saison und das sind in diesem Jahr auch richtig gute Festivals. Den Anfang macht da ein Event, bei dem ich damals, als ich das erste Mal hin bin, nicht gedacht hätte, dass ich das so dauerhaft vorne in meinen Top-Platzierungen festbeißt, denn das ist jetzt schon das dritte Jahr so weit vorne und das ist das Pemmel-Festival in Obererbach. Das schafft auf eine ganz besondere Art und Weise, Metalcore auf der einen Seite und Rock und Punk auf der anderen Seite zu verknüpfen. Für mich sind es immer so die kleineren Metalcore-Acts gewesen, die mich dahin gelockt haben, die Bands, die man eben nicht überall sieht. Und in diesem Jahr war es mal ein bisschen anders. Da waren es dann doch eher die größeren Bands.
fange trotzdem an mit den kleinen, die ich mochte. Denk da zum Beispiel an Monarchy, die ich ganz gut fand, an Elwood's Way, an Chaos Bay, Letter Sent. Das waren alles Bands, die ich gar nicht so schlecht fand, aber es waren dann doch die größeren Namen. Im Metalcore-Bereich Set Your Sails und Cypcore, das waren meine absoluten Highlights. Die sind live richtig gut, die sind im Interview richtig feine Menschen. Ach, schön. Die haben dann auch noch zusammen so einen Song gehabt bei Cypcore, wo die Sängerin mit dabei war. Und ja, das war cool. Ich habe das nicht umsonst als Thumbnail genommen vom Video. Das war so ein richtig schöner Moment. Daneben aber auch andere Bands, Being as an Ocean zum Beispiel und die beiden Headliner, die dieses Jahr mal nichts mit Core am Hut hatten. Das waren zu einem, ja, Knockator, da muss ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Und die andere Band waren Sonderschule. Die haben da so ein bisschen Ska-Einschlag, die kannte ich vom Impericon schon und fand die da überraschend gut. Und auch auf dem Pemmel haben die wieder abgeliefert. Und man sieht es an denen, auch an Bands wie zum Beispiel Butterwegge. Der Punk-Einschlag war dieses Jahr insgesamt ein bisschen mehr, es war ein bisschen vordergründiger. Deswegen hat man auch beim Design so diese Stiefel genommen, die ja schon so ein bisschen eher diesem Punk entsprechen. Und das war alles eine runde Sache. Ja, also schönes Festival, ist auch nicht zu teuer, hat einen fairen Preis. 57 € habe ich mir da notiert. Ich würde sagen, für die Bands, die da spielen, 2 Tage Festival und so weiter, absolut in Ordnung. Die Getränkepreise sind fair, Essen ist da auch recht erschwinglich. Man hat unten so einen Frühstückswagen, wo man gerade morgens noch ein bisschen was futtern kann, wenn wir dann vom Veranstalterinterview runtergedackelt kommen oder bevor wir hochgehen. Mampfen war da immer noch mal was. Es ist genug Platz da oben, der Sound ist meistens gut, das hat mir gut gefallen. Einziges Manko, das mir jetzt gerade so einfällt, war vor allem vor der zweiten Bühne, da wurde es ziemlich voll. Da muss man sich überlegen, ob man das vergrößert, weil es wurde echt unangenehm. Die zweite Bühne ist dann teilweise der Crowd, die da ist und den Bands, die da auch spielen, nicht mehr angemessen. Es wird so voll und viel kleiner kann man die Bands ja nicht machen, es sollen ja auch coole Bands da sein, man braucht einfach mehr Platz, das muss man sagen, aber das ist im Interview schon durchgekommen, dass man das auf dem Schirm hat und deswegen glaube ich, dass man da nächstes Jahr dann vielleicht auch was tut. Also viel mehr habe ich gar nicht zu sagen, es gibt nicht viel Kritik, nur die Lauferei wie jedes Jahr, das liegt einfach am Platz, man muss da immer hoch und runter dackeln, deswegen viel auf dem Campingplatz sein ist da nicht, wenn man viele Bands anschauen möchte. Damit muss man eben leider leben. Das wird sich halt auch nicht ändern. Aber sonst schöne, runde Veranstaltung. Nächstes Jahr ist das Pemmel bestimmt wieder so weit vorne. Würde mich zumindest nicht überraschen. Ist mittlerweile tatsächlich so über die Jahre eins meiner Lieblingsfestivals geworden. Moin Lukas, du wolltest wissen, welche drei Festivals 2023 meine Highlights waren und wieso, warum, weshalb. Ich hoffe, ich bleibe hier in den vorgegebenen Rahmen von 90 Sekunden. Als allererstes hätten wir da das Wacken Open Air. Es war mein erstes Wacken, jedoch war ich nur 1,5 Tage vor Ort. Wegen halt dem Wetter, wo ich halt so dachte, ja, nee, muss man sich für das erste Mal jetzt nicht so ganz die Hardcore-Keule da geben. Auf dem Ackerplatz da, aber naja, was soll man sagen, es war definitiv ein Highlight, habe viele Leute getroffen und Bands gesehen in den 1,5 Tagen. Es war ein mega Overload. Mal schauen, ob ich 2024 dabei bin. Als nächstes haben wir das Rock am Ring Festival, für mich persönlich das professionellste Festival, wo ich je gewesen bin, wenn man es so sagen kann, war auch allerdings mein erstes, muss man dazu sagen, 3 Tage Top-Wetter. Ringwetter ist ja auch immer etwas speziell. Für mich persönlich geiles Line-Up als Pressevertreter dort. Fotos gemacht zu haben, zu dürfen, ist auch nochmal ein i-Tüpfelchen auf den Ganzen, dass sich so die Arbeit von Moshpit Passion endlich so ein bisschen auszahlt. Und zu guter Letzt habe ich dann hier noch das Turok-Fest, auch wenn das in Bochum stattgefunden hat, also nicht in Essen, waren das 2 geile Tage mit ganz vielen kleinen Underground-Bands, vielen Highlights, sehr familiär und ich hoffe, 2023 gibt es das Ganze wieder in Essen. Von einem meiner aktuellen Lieblingsfestivals zu einem, das es in den nächsten Jahren durchaus werden könnte. Ich besuche auch immer mal ein paar neue Veranstaltungen und hin und wieder kommt es dann doch nochmal vor, dass mich ein Festival so richtig überrascht. Und eins, das das geschafft hat, war in diesem Jahr das Free For All Festival in Stapelmoor, das Free For All Reloaded. Es hat zum ersten Mal seit 7 Jahren wieder stattgefunden. Früher, wie der Name schon sagt, kostenlos. Jetzt hat ein Ticket 20 € gekostet. Aber ganz ehrlich, bei den Bands, die da gespielt haben, ist das immer noch super günstig. Ghost Kid als Headliner, wie so oft diese Saison irgendwo, aber auch andere namhaftere Bands wie Our Mirage, die Butcher Sisters, das kennt man ja mittlerweile doch schon, Watch Out Stampede, dann auch kleinere Locals wie zum Beispiel Headgear, Hollywood Surrender, Dirty Tip
und der Late Night Act 257ers. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die mal sehe. Das war total wild und ich hatte ungeahnt viel Spaß. Und wenn ein Eintagesfestival so weit vorne landet, will das schon was heißen. Normalerweise sind weit vorne immer die Mehrtagesfestivals. Da gibt es einfach mehr coole Bands, mehr zu sehen, mehr Erlebnisse. Es ist einfach cooler, die haben einfach mehr Chancen. Aber das Free for All war einfach richtig gut. Es war kurzweilig, es war gut organisiert, der Sound war gut. Es gab genug Platz vor der Bühne. Es gab einen Haufen Biergarnituren zum Sitzen. Ganz oft vermisst man das ja, aber da eben nicht. Die Sets von den Bands waren lang genug. Bei den Butcher Sisters konnte ich super vergleichen. Beim Fallen Fortress habe ich mich ja beschwert, dass es so durchgerusht war, weil keine Zeit war. Auf dem Free for All war es einfach nur mega. So wie die meisten der Konzerte. Da gab es kaum Längen. Nur Attila habe ich mal ausgelassen, dann habe ich für 257ers auch wieder Bock gehabt. Gab es keinen großen Grund zur Beschwerde. Das war alles super. Also zwei Sachen habe ich, die ich hier aufzählen kann. Das erste ist, dass man sehr lange Schlangen hatte beim Anstehen für die Chips. Da hat man nämlich bei den Getränkewagen nicht mit Geld bezahlt, sondern mit Chips, so wie man das öfter mal kennt, mit Geldkarten oder so. Das ist denen aber auch schon aufgefallen, den Veranstaltern. Die haben das direkt beim Festival schon gesagt, dass sie da fürs nächste Jahr dran arbeiten. Also würde ich sagen, Startschwierigkeiten, das ist mal okay. Und man war nicht immer ganz pünktlich. Während des Tages waren es so 10 Minuten Verzögerung ab und zu mal. Das stört nicht so. Aber die 257ers waren sehr spät dran. Das hätte gerne eine halbe Stunde eher sein dürfen. Das, ja, war nicht so schön, aber das passiert. Und das waren aber auch die einzigen Sachen, die ich zu bemängeln habe. Merch war auch ausreichend vorhanden. Ich muss sagen, das Design darf nächstes Jahr gern ein bisschen mehr Metal aussehen. Aber es ist doch ganz gut gealtert. Ich ziehe das T-Shirt gerne mal aus dem Schrank. So für so ein Jahr und gerade für den Start kann man das mal machen. Also, ich bin sehr beeindruckt, wie rund das alles nach 7 Jahren Pause lief, wie cool das war. Also gerade wenn man auf Metalcore steht, ist das ein richtig cooles Ding. Und ich muss da mal ein ganz dickes Lob an Hüsi, den Kopf des Ganzen und sein Team aussprechen. Was man da macht, ist spitze. Und ich bin im nächsten Jahr auch safe dabei. Ich kann noch nicht zu viel verraten. Ich habe schon mal durch den Buschfunk so die ersten Bestätigungen mitbekommen. Und wenn sich das so weiter durchzieht und die Tendenz ähnlich bleibt, dann wird das ein richtig gutes Free for All und wird sicherlich genauso gut wie dieses Jahr. Also ich freue mich schon richtig doll drauf. Wenn ihr aus der Gegend kommt oder auch wenn ihr ein paar Stunden fahren müsst und auf Chor steht, fahrt da mal hin. Das Free for All ist ein Trip wert. Ich meine, ich bin nach dem Rockharz immer super ausgelaugt und das ist im Juli eine Woche später und ich hatte trotzdem Spaß. Also passt einfach alles. Hey ihr Titten, Wolli hier von Rotten Noises TV und jetzt gibt's nochmal 3 Festivals von mir. Ich war auch nur auf 4 dieses Jahr, also von daher war das jetzt nicht so schwer für mich. Platz Nummer 3, das Metal Frenzy. Warum das Metal Frenzy jetzt nur auf Platz 3 gelandet ist, ist schnell beantwortet. Es war Line-Up-mäßig für mich etwas weiter hinten als die, wo ich sonst auch gewesen bin. Es waren natürlich Benediction, Knockhator, Sagenbringer, Tankard, die waren da, die haben Spaß gemacht, das war cool. Dann waren auch echt einige Bands da, wo ich sagen muss, es ist überhaupt nichts für mich. Platz Nummer 2, ein Zweitagesfestival, auf dem ich das erste Mal dieses Jahr gewesen bin. Das Burning Cure Festival mit einem wahnsinnig geilen Line-Up. Mega geile Sachen. Ravager unbedingt anhören, war mit, glaube ich, das geilste Konzert, was ich da gesehen habe. Hat mega Spaß gemacht. Die Stimmung war gut, trotz des Schlamms. Das war den meisten Leuten völlig egal. Es hat mega Spaß gemacht. Platz Nummer 1, wie könnte es anderes sein? Partys. Tut mir leid, aber da stinken für mich irgendwie alle anderen. Also ich will jedes Jahr so viele Bands da sehen und selbst wenn ich die Bands nicht kenne, gehe ich da trotzdem hin, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die mir Bands trotzdem gefallen. Also einfach hingehen. Dann ist das Gelände geil, das Essen ist da geil, was die haben, die Getränke sind geil, die Party danach ist immer geil, die Party auf dem Rollfeld, was da ist, ist geil. Es ist alles geil, es macht immer Spaß, da zu sein. Und darum wird, glaube ich, das Party sein so schnell nicht bei mir vom Platz 1 heruntergestoßen werden. Und damit war es das von mir. Viel Spaß bei mir und viel Spaß mit dem neuen YouTuber. Ciao. Langsam aber sicher kommen wir bei den Besten der Besten an. Platz 3 und damit die sinnbildliche Bronzemedaille geht an ein Festival, das auch letztes Jahr schon sehr weit vorne war. Und das ist das Reload Festival in Solingen. Das finde ich vor allem spannend wegen des Lineups und so war es auch dieses Jahr. Da waren es dieses Jahr vor allem so ein paar wenige, die mich da sehr, ich sag mal, angelockt haben, aber die waren dann halt auch die richtig guten Bands. Ich denke da vor allem an Skindred und Guano Apes, die ja schon was Besonderes machen. Die habe ich zum ersten Mal live gesehen, fand ich super gut. Auch Bands wie zum Beispiel Beartooth, die man jetzt nicht so oft auf den großen Festivals sieht, also zumindest habe ich die noch nicht da gesehen, waren richtig geil. Trivium sieht man auch nicht alle Tage.
fand ich zwar das Set nicht so gut, weil ich auch das letzte Album nicht so gut fand, aber generell war es cool, die mal zu sehen. Und auch dazwischen andere Bands, die gut waren, Powerwolf zum Beispiel, habe ich lange nicht gesehen, aber machen live einfach was her, muss man anerkennen. Am Donnerstag Callejon, Blind Channel, Orbit Culture, The Grey Knight, dazwischen dann auch nochmal Imminence, While She Sleeps, also da waren schon einige Bands dabei, gerade wenn man Core mag und ab und zu mal so ein bisschen zur Abwechslung verschiedenen Metal. Also da kann ich mich nicht beschweren, das hat Spaß gemacht. Aber es gibt beim Reload im Vergleich zu manchen anderen Festivals auch einiges, was nicht so gut läuft. Also das Reload wird wirklich, das muss ich sagen, durch das Line-Up gerettet. Es gibt zum Beispiel sehr lange Laufwege vom Campingplatz. Das ist schlauchig und man muss bis zum Ende des Schlauchs und dann nochmal drumherum. Das ist nicht so optimal. Gerade auch deshalb, weil, nächster Punkt, wenn man den ganzen Tag dafür dann im Infield bleibt, die Preise hoch sind. Von den 18 Festivals, die ich besucht habe, war das Reload das teuerste, was die Getränkepreise angeht. Kann ich ganz deutlich so benennen. Und auch das Essen im Infield ist an den meisten Ständen nicht gerade billig. Dann zum Beispiel die Situation am Merchstand. Den macht man auf am ersten Tag, wo schon Bands spielen. Schade, dass man das nicht schon vorher macht. Genau wie die Bändchenausgabe, die könnte man auch schon am Anreisetag machen. Würde einen Haufen Stress sparen, weil wenn man dann schon Bands spielen hat, will man die ja auch eigentlich sehen und nicht erst in der Schlange stehen. Da war man relativ überfordert, hatte ich das Gefühl, am Merchstand, obwohl es für die Masse an Leuten, das sind ja über 10.000 Gäste, eigentlich gar nicht so viel in der Schlange waren. Ja, also da gibt es noch einiges, was man feintunen kann. Ich glaube, an den Preisen wird man nichts schrauben und den Platz kann man halt auch wahrscheinlich nicht so easy umändern. Trotzdem, vielleicht kann man da über eine Lösung nachdenken, ob man irgendwie Leute rumführt, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, vielleicht sowas wie eine Brücke zu schaffen. Irgendwas, was diesen Weg verkürzt. Das ist halt wirklich unangenehm. Und nicht wie beim Permel, wo du mal 5 Minuten hochläufst, sondern je nachdem, wo du auf dem Platz bist, es ist auch schon mal eine Viertelstunde. Das ist der Grund, warum ich mich immer gezwungen fühle, schon einen Tag vorher zu kommen. Sonst kriegst du halt den absoluten Hinterwäldlerplatz, wo du mega weit weg bist. Das ist ja auch Käse eigentlich. Ja? Also da gibt es schon so ein paar Sachen, die nicht so schön sind. Das Vor-Infield quasi mit der zweiten Bühne, wo Donnerstag quasi die Konzerte stattfinden, weil Donnerstag war vor früh, das muss man sagen, das ist eine mega geile Sache. Da war nicht genug Platz. Bei Callejon hat man es dann gemerkt, eine der späteren Bands, da war es so brechend voll, dass ich mir nach ein paar Songs gesagt habe, nee, ich schenke mir das jetzt, ich sehe die eh nächste Woche wieder. Und das ist schade, wenn es einem so geht, wenn man das nicht mitnehmen kann. Da muss man auf jeden Fall ansetzen und gucken, ob man einen Tag mehr aufs Hauptinfield geht oder das Infield vor der zweiten Bühne größer zieht, den FOH weiter nach hinten setzt. Unter den aktuellen Umständen war das nicht so gut. Ja? Also es gibt da ein paar Details, die nicht so passen, will ich damit sagen. Aber es ist auch einiges, was gut ist. Der Sound meistens gut, nur manchmal ein bisschen basslastig. Viel Platz im Main Infield, es gibt keine Überschneidungen, es gibt keine schnell bespielten wechselseitigen Bühnen, sondern halt eine Hauptbühne und Pausen dazwischen. Das finde ich auch gut. Ich mag es, wenn es nicht so Schlag auf Schlag ist, sondern ein bisschen entschleunigter. Das ist gut. Also das Reload macht einiges gut, hat aber auch Potenzial nach oben. Deswegen dieser Platz 3 verdankt das Reload in diesem Jahr wirklich dem guten Booker. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und den meistens eigentlich entspannten Fans. Also im letzten Jahr habe ich da ja bei Electric Cowboy sehr gemeckert. Dieses Jahr ist mir da nicht so viel aufgefallen. Vielleicht war ich auch einfach nicht so nah am Pit dran diesmal, keine Ahnung. Also, das passt. Ist ein gutes Festival, aber sehr Line-Up-abhängig. Ich könnte mir vorstellen, wenn mir die Bands mal in einem Jahr nicht so zusagen, dass dann die negativen Punkte auch ein bisschen mehr ins Gewicht fallen. Das muss man sehen. Unter den aktuellen Umständen aber eins der Festivals, die ich besuchen würde oder die ich vor allem auch weiterempfehlen würde, mit einer sehr hohen Hitdichte. So viele große, coole Bands seht ihr auf relativ wenigen Festivals, würde ich sagen. Das kann man schon mal machen. Da sind immer ein paar Leckerbissen dabei. Meine Top 3 und mein Beitrag zum Lukas seinem alljährlichen Video. Die Top 3 meiner Festivals, die ich besucht habe, waren dieses Jahr das Wolfszeit-Festival mit dem neuen Gelände. Da war ich dieses Jahr das erste Mal auf dem neuen Gelände. Ich war damals aber nicht in Christendorf, sondern nur mal auf dem Ersatzfestival. Aber nichtsdestotrotz hat mir das neue Gelände gefallen. Mir hat auch das Ambiente da dort gefallen, auch dieses Wikingerdorf hat mir gefallen. Also ich kann nur positiv von dem Festival erstmal reden. Alles Weitere würdet ihr auch auf meinem Channel eher nochmal nachhören können. Dafür reicht die Zeit leider nicht. Zweitens, das zweite Festival ist Metal im Void. Da war ich dieses Jahr das erste Mal tatsächlich. Ist ehrenamtlich geführt, ein ganz, ganz kleines Festival.
Bands, die ich teilweise persönlich kenne, die aus der Umgebung kommen und so. Von dem her, mega geiles, super organisiertes, kleines Mini-Festival, wo ich sagen muss, schaut es euch mal an, vielleicht freut es euch ja auch. Und auf Platz 1 wie jedes Jahr, dieses Jahr ein bisschen unter einem dunklen Schatten, was die Orga angeht. Da ist viel passiert im Hintergrund. Man hat es trotzdem irgendwie gerockt, man hat es im Hintergrund so, sich so durchgebissen durch das, was da vorgefallen ist. Das Rockharz natürlich war ein sauber, super Festival wie jedes Jahr, auch trotzdem, was da im Hintergrund so passiert ist. Top an dieser Stelle, meine Platz 1. So, und jetzt kommen wir zu dem Moment im Video, den man vielleicht so ein bisschen als die Überraschung bezeichnen kann. Wer mir schon länger folgt, weiß, es gibt ein Festival, das man getrost als mein Lieblingsfestival bezeichnen kann. Da bin ich schon seit zig Jahren, war auch schon öfter mal auf Platz 1 in der Rangliste und da gehöre ich auch zu einer Gruppe von Leuten, zu YouTubern, die da ein bisschen was fürs Festival machen und quasi zum Outer Circle vom Team gehören, wenn man so möchte. Da würde man vielleicht denken, dass das Festival ja bestimmt wieder auf Platz 1 ist, so wie im letzten Jahr, aber in diesem Jahr ist es eben der zweite geworden. Und das Festival, über das ich spreche, ist natürlich das Rockharz Open Air in Ballenstedt. Das besticht in erster Linie mal durch ein richtig geiles Billing mit einer Hitdichte, wie sie kaum ein anderes Festival hat. Ich habe erst überlegt, ob ich die Bands ablese, aber ich gucke jetzt einfach, was ich so hinkriege auf dem Flyer. Steht es ja leider nicht diesmal, da gab es diesmal keinen so schönen länglichen, sondern einen anderen Format, wie dem auch sei. Blind Guardian fällt mir da als erstes ein, wo auch ein Interview möglich war. Total schöner Moment für mich. Raubein war eine coole Band, Fersengold, Feuerschwanz, die hatten eigentlich alles Mittelalterrockiges, was einem so einfallen würde da dieses Jahr. In Flames war nicht schlecht, Windrose haben total viel Stimmung gemacht, Equilibrium mit dem neuen Sänger, da haben ja viele drauf hingefiebert, Knorkator als Surprise Act, Angus McSix haben mich total überrascht, die haben mir live richtig Spaß gemacht, die haben einfach richtig Stimmung gemacht. Howie End als neu gegründete Band waren wirklich gut. Auf Fiddler's Green habe ich lange gewartet, dass ich die mal wiedersehen kann. Das war auch toll. Und Airburn, die habe ich nicht kommen sehen, aber die waren live Bombe. Also ihr seht, da sind ganz viele Bands dabei und ich habe bestimmt auch noch ein paar vergessen. Am Samstag waren nicht so viel für mich dabei. Ansonsten waren die Tage aber immer rappelvoll gefüllt. Ich hatte immer viel zu tun. Es macht Spaß auf dem Rockharz. Und man muss auch sagen, dass der Vibe sehr angenehm ist, die Stimmung passt. Bei 24.000 Leuten, mittlerweile gehört das Rockharz zu den größten deutschen Metal-Festivals, das muss man so sagen, könnte man ja auch denken, vielleicht wird es unangenehm. Empfinde ich aber nicht so. Ich finde, dass die Stimmung immer noch sehr angenehm ist für die Größe und man auch ein Team hat, das schaut es möglichst allen angenehm zu machen. Das merkt man trotz der Größe immer noch sehr. Und es gibt ganz wenig, was ich beim Rockharz zu meckern habe. Der Sound, den fand ich dieses Jahr richtig gut. Bei allen Bands. Ich glaube, mir fällt keine einzige ein, wo ich was zu meckern gehabt hätte. Die Preise sind fair, also vor allem bei den Getränken, beim Essen wird es mittlerweile da auch teurer, aber da kann man sich jetzt nicht so beschweren. Ich finde auch den Ticketpreis da angemessen. Man kann Flächen reservieren, wenn man das möchte, da muss man schnell sein, aber dass es die Möglichkeit gibt, finde ich schon mal cool. Die Anfahrt, die dauert natürlich ein bisschen länger, wenn da so viele Menschen kommen, staut sich das mittlerweile, gerade bei der Anfahrtssituation. Das muss man halt mit einkalkulieren. Es gibt eigentlich nur eine Sache, die mich wirklich gestört hat und das ist die Situation am Merch. Die Designs sind immer richtig cool und es gibt auch richtig viele, aber deswegen möchte auch jeder sein Shirt haben. Und man hat dann teilweise Mittwoch Schlangen von mehr als 2 Stunden in der prallen Sonne und das ist halt schwer hinzunehmen. Klar, es sind super viele Leute, aber mir fallen gleich ein paar Optionen ein, wie man das ein bisschen entschärfen könnte. Zum Beispiel, indem man Band- und Festival-Merch mal auseinanderzieht. Das macht zumindest für die Folgetage besser, denn die Schlangen rissen kaum ab, außer bis zum letzten Tag, wo dann auch vieles schon ausverkauft war. Oder man probiert schon mal mit einem Vorbestellersystem zu arbeiten, um da ein paar abzuhandeln. Oder man muss vielleicht mehr Leute finden, mehr Leute einstellen, auch wenn das bestimmt schwierig ist. Ich weiß, das ist alles nicht so einfach, wie ich das jetzt hier im Video sage, das ist mir schon klar. Aber es ist im Moment nicht schön da. Und dann hat man teilweise noch sowas wie, hier, wir haben einen Zipper, den gibt es aber nur 300 Mal, auch wenn ihr 24.000 Leute seid, kloppt euch drum. So kommt es dann halt rüber. Ne? Und das sind Sachen, die, mit denen man sich einfach keinen Gefallen tut. Ne? Das ist so das eine Problem und das ist irgendwie schon seit Jahren so beim Merch, kommt das Rockharz irgendwie fast nie so richtig gut weg, weil einfach jeder diese geilen Designs haben möchte. Da muss man mal gucken, ob einem da was Cleveres einfällt. Groß geworden ist das Festival, ja, der ein oder andere
hat mir auch schon gesagt, ich fahre nicht mehr hin, es sind mir zu viele Leute. Ich finde, am angenehmsten war es Rockhards mit 15.000 bis 20.000 Leuten. Und man merkt bei den Headlinern, dass es voller ist. Aber ich finde es noch nicht so störend. Ich finde, das ist immer noch gut hinzunehmen. Man muss natürlich einkalkulieren, da sind große Menschenmassen, ganz klar. Aber ich finde es immer noch ziemlich cool. Es ist ein gigantisches Festival mit vielen coolen Bands. Und ja, die machen so vieles richtig und bieten so eine große Show. Man sieht so viele Leute da, die man sonst halt nicht unbedingt sieht oder die man eben doch überall sieht. Man quatscht sich überall fest, kann einen Haufen Leute treffen und schafft meistens doch nicht alle zu sehen, die man sehen wollte. Es ist einfach das Metal-Happening der Saison, finde ich. Und diesen Status hat das Rockhards einfach und den wird es so schnell auch nicht verlieren. Das Rockhards ist was Besonderes und wird es, denke ich, auch auf absehbare Zeit immer bleiben. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr noch nie da wart, fahrt mal zum Rockhards, ist ein wirklich gutes Festival mit vielen guten Bands. Fast jeder, den ich da mit hingebracht habe, fand es gut und ist wiedergekommen. Also dementsprechend, guckt es euch an, das Rockhards ist eins der besten Festivals in Deutschland, muss man so sagen. Und bevor wir jetzt zum Platz 1 in diesem Jahr im Ranking kommen, kommen hier wie immer die Tipps oder die Lieblingsfestivals der Leute, ohne die diese Videos so nur schwer umzusetzen wären, auf jeden Fall schwerer und ohne die die Saison auch nicht so viel Spaß machen würde. Hier sind die Top-Platzierungen meiner Helfer und Helferinnen hinter der Kamera. Mein Lieblingsfestival diese Saison war das Rockhards. Sie sind umsonst jedes Jahr ein fester Termin im Kalender, weil es einfach super organisiert sind, sind geile Bands da. Ja, und sonst stimmt eigentlich auch alles. Das Billing für nächstes Jahr lässt sich echt sehen. Und das Ticket für die Saison 2024 liegt auch schon bereit zu Hause. Mein Lieblingsfestival dieses Jahr war für mich ganz klar das Ragnarök Festival. Da hat für mich einfach alles gestimmt. Super starkes Line-up, mega gute Location, coole Leute und auch der Ablauf, der jetzt zum ersten Mal getestet wurde mit den 3 Tagen, dass man quasi eins zum Reinkommen und dann 2 richtige Festivaltage hat, hat für mich einfach ein stimmiges Gesamtkonzept ergeben. My favorite festival this year was Reload. The lineup was nice, the food was nice, and my highlights were Beartooth, Grail Knights, and Skin Red. Mein Festival-Highlight war das Highfield, und zwar, weil ich nach einem richtig verkackten Freitag, an dem alles schief ging und ich all meine Lieblingsbands verpasst habe, es Punk trotzdem geschafft hat, dass ich super viel Spaß auf dem Festival hatte, alleine mit mir und den Bands und der Musik und dem Tanz. Servus, viele tolle Festivals dieses Jahr. Ich entscheide mich für das Mahlstrom-Festival, das bei mir ganz vorne. Toll gelegen am Herthasee, kleiner Badesee, also Urlaubsfeeling kommt auch noch auf mit der Location. Toll organisiert, tolle Bands, tolle Leute. Was soll ich viel mehr sagen? Mahlstrom ist bei mir ganz vorne. Mein Lieblingsfestival 2023 sind die Hamburger Metal-Nächte. Hat mir einfach am besten gefallen. Super organisiert, super Line-up. Immer wieder gern. Ja, mein Lieblingsfestival dieses Jahr war das Metal Frenzy in Gardelegen. Von Stimmung, Line-Up zu Spaß, Wetter, hat eigentlich alles gepasst dieses Jahr. Hat mir sehr gut gefallen. Mein Lieblingsfestival in diesem Jahr war definitiv das Free for All in Stapelmoor. Schönes Line-Up, hat sehr viel Spaß gemacht und vor allem dieses Feeling von einem typischen Schützenfest, das hatte ich so auf einem Festival noch nicht erlebt. Das beste Festival dieses Jahr, was ich besucht habe, waren die Hamburger Metal-Nächte. Ein super kleines Festival mit durchaus starkem Line-Up von kleinen Bands bis hin zu durchaus bekannten Bands mit 2 Headlinern, Equilibrium und Scar Symmetry, welche sehr stark waren. Bei Equilibrium kann man sicherlich mit dem neuen Sänger getrennter Meinung sein. Klang etwas gewöhnungsbedürftig. Aber gut, man kann sich an vieles gewöhnen. Ansonsten super organisiertes Festival. Es war tatsächlich gelungen und ist durchaus empfehlenswert, das Ganze auch mal zu besuchen. Das Festival der Festivals 2023 ist kein neues Festival. Ich war schon öfter mal da und meistens war es irgendwo im Mittelfeld. Aber dieses Jahr war einfach alles rund beim Ragnarök Festival in Lichtenfels. Ist ein Pagan-Metal-Festival, ein Pagan-Black-Metal-Festival, sagt, das ist das größte Pagan-Metal-Festival Europas und das stimmt wohl auch. Und die hatten dieses Jahr eine große Neuerung. Es waren keine 2 Tage, sondern 2,5. Es ging am Donnerstag schon los mit nicht mehr und nicht weniger als 3 Bands und das war ein Volltreffer.
Es war am Donnerstag schon voll, die Stimmung war gut, es passte einfach perfekt, es war ein wunderbarer Auftakt. UADA war ein guter Headliner mit ihrer Lichtshow da, melodischer als ich gedacht hätte, und Fjörgen und Finsterforst haben das gut abgerundet. So richtig ab ging es dann aber am Freitag und Samstag und vor allem am Freitag. Von allen Bands, die gespielt haben, habe ich nur zwei nicht gesehen und nur eine, weil ich sie nicht sehen wollte. Die andere, da habe ich einfach schnell alle Interviews reingepfercht, sonst hätte ich mir Ellen da auch reingezogen. Das geht los mit coolen Pagan-Metal-Bands, die man öfter sieht und die einfach beliebt sind und auch gut sind, wie zum Beispiel Obscurity, Asenblut und Wolfchan. Dann gibt es Bands, die man nicht so oft sieht, wie zum Beispiel Ephenemere oder Hypocrisy als Headliner, die fand ich auch nicht schlecht. Hegrindur waren mit dabei, Förtern waren mit dabei. Ich fand auch Grosar mit ihrem melodischen Black-Metal ziemlich cool. Also das war richtig viel, was gespielt hat und noch sehenswert war. Und am Samstag waren es nicht ganz so viele Bands für mich, aber auch wieder gute Acts. Can Bart zum Beispiel haben richtig Spaß gemacht. Vorneweg die Musikanten, Blasmusik kann man machen, hat dem jetzt keinen Abbruch getan, brauche ich zwar nicht, war aber eigentlich ganz witzig und in der großen Halle war auch genug Platz dafür. Das hat sich dann verteilt, so mit den Tischen, Bänken und so, die da standen, war das eine coole Sache. Kaunis Koalamaton fand ich total cool. Die machen eine sehr atmosphärische, ein bisschen düstere, melancholische Musik, die mir sehr gut gefallen hat. Auch wenn die Finnen im Interview echt ein bisschen mehr auftauen könnten, das muss man so sagen. Das war ein spannendes Interview, nennen wir es mal so. Agrypnie zu sehen war auch richtig geil. Und Harakiri for the Sky, die sind immer geil. Eine meiner Lieblingsbands in dem Bereich, auch wenn das Set viele alte Songs hatte, da konnte ich jetzt nicht so mitfiebern, weil ich viele Songs nicht kannte. Ich kenne eher die neueren Sachen, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Und an beiden Tagen Mane Garm, einmal mit einem Akustik und einmal mit einem Metal-Set. Und das hat auch gefetzt. Also ja, es waren einfach wahnsinnig viele Bands, gerade für das Festival. Und mir war nie langweilig. Es hat alles gepasst. Die Preise waren fair. Das Infield, beziehungsweise der Vorplatz mit den Buden, der ist ja nicht so riesig, hat aber alles, was man so braucht. Die haben coolen Merch, auch dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen mehr gehabt und der war schick und dementsprechend dann auch irgendwann relativ fix ausverkauft. Die haben eine Schlafhalle, wo man pennen kann. Man kann campen, wenn man möchte, aber wenn man das eben nicht will, denn im April kann es schon mal ganz schön kalt werden, dann geht es in die Schlafhalle. Ist man trocken, hat da seinen Platz, packt sich da eine Matte hin. Super. Also, das war einfach rund. Ja. 2,5 Tage passen perfekt. Unter der Prämisse, wie man das jetzt macht, wenn man den Donnerstag genauso beibehält mit 3 Bands, fände ich super. Länger würde ich den Tag nicht unbedingt machen, so ein ganzer Tag wäre vielleicht zu viel, aber genauso mit diesen 2,5 Bands super. Super gebuckt, schön Pagan und Black Metal, gerade diesen atmosphärischen Black Metal abgewechselt. Auch für die, die es härter mögen, waren mal so ein paar Sachen dabei, da habe ich dann halt mal Pause gemacht. Läuft. Also Ragnarök hat dieses Jahr einen super Job gemacht, da war einfach alles rund, haben ein paar tausend Pagan- und Black-Metal-Fans wieder glücklich gemacht und ich bin mir sehr sicher, dass ich nächstes Jahr dabei bin, auch wenn das Ragnarök bei mir oft so eine kurzfristige Sache war und ich dann doch erst neugierig wurde durch so ein paar Bands, die nachbestätigt wurden. Am Ende ist das Line-Up immer gut. Ragnarök-Festival kann ich jedem, der einen Sinn für Pagan und Black-Metal hat, nur empfehlen. Für Leute, die es nicht mögen, ist es wahrscheinlich nichts, aber wenn man es mag, und bei mir ist das zum Beispiel der Fall, dann ist es ein klasse Festival. Also Ivo und sein Team machen da einen super Job und dementsprechend ist das Ragnarök-Festival in diesem Jahr verdient der Sieger des Festival-Rankings. Bestes Festival 2023. Und damit kommt auch dieses absurd lange Rückblicksvideo zu einem Ende. Ich danke euch sehr, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid und hoffe, dass das für euch erhellend und ein bisschen informativ und auch unterhaltsam war, dass ihr euch auch über die Cameos der anderen YouTuber und deren Meinung gefreut habt. Da sind ja auch nochmal ein paar andere Festivals dabei. Und ich habe euch versprochen, es gibt jetzt wieder was zu gewinnen. Und sonst habe ich beim letzten Mal zumindest auch einen Gästelistenplatz von jedem Festival, das ich besucht habe, verlost. 18 Gewinne wären aber ein bisschen viel. Aber ich habe mir gedacht, für euch nur das Beste. Dementsprechend gibt es 10 Gästelistenplätze zu gewinnen zu den besten 10 Festivals im Ranking. Zu den Frostfeuernächten, dem Dark Troll, der Heimburger Metal Nacht, dem Metal Frenzy, dem Metal Embrace, dem Pell Mell Festival, dem Free for All in Stapelmoor, dem Rock Hearts, dem Reload Festival und auch dem Ragnarök Festival.
Also richtig was im Pott, da gibt's viel zu gewinnen. Und folgendermaßen nehmt ihr teil, schreibt mir in die Kommentare, wie euer Festival-Ranking dieses Jahr ausgesehen hat. Oder wenn ihr auf keinem Festival wart, wo ihr nächstes Jahr gern hinfahren würdet. Ihr könnt natürlich auch einfach beides machen, wenn ihr das möchtet. Das ist auch cool. Und dann nehmt ihr teil. Teilnahmeschluss ist der 6.1. um 22 Uhr. Bis dahin könnt ihr einen Kommentar schreiben. Und dann haltet die Augen offen. Ich schreibe dann in den Kommentaren diejenigen an, dass sie mir mal eine Mail schreiben sollen mit einer Rangliste der Festivals, die sie am liebsten besuchen möchten. Am besten Platz 1 bis 10 sortiert. Das ist tatsächlich wichtig. Das Verfahren, wie genau das aussieht, ist ein bisschen kompliziert, will ich euch jetzt nicht mit nerven, aber so nehmt ihr teil. Bleibt auch in den Tagen nach dem 6. Mal in den Kommentaren aktiv. Manchmal rücken noch Leute nach, weil irgendwer nicht kann oder nicht will oder was auch immer. Es soll ja auch kein Gewinn verfallen, das wäre ja schade drum. Ja, das war die Saison 2023. So viele Festivals wie noch nie. 18 Stück, das ist eine Menge. Aber wer mich kennt, der wird sich wahrscheinlich denken, komm, nächstes Jahr, da macht er die 20. Und tatsächlich habe ich darüber nachgedacht. Auch dieses Jahr war das schon ein Gedanke, ob ich noch die 20 machen soll. Ich werde das nicht angehen mit den 20 Festivals. Und das hat einen Grund. Wie auch schon dieses Jahr, ich hätte das machen können, ich hätte die 20 schaffen können. Aber ich möchte keine Festivals besuchen, auf die ich gar nicht so viel Lust habe, nur um irgendwie eine Nummer zu erreichen. Es gibt ein paar Festivals, die da noch sind, aber es war nichts, was mich genug interessiert hat. Und der Hauptgrund dafür ist das letzte Quartal. Ich habe viel im Sommer besucht, auch Anfang des Jahres. Das letzte Quartal war das, wo mir Festivals gefehlt haben. Und da muss man einfach sagen, die Ursache, dass es nicht mehr so viel gibt, ist tatsächlich die Pandemie. Die Nachwirkungen der Pandemie. Es gab noch nie so enorm viele Festivals in dieser Zeit. Aber es gab ein paar, die interessant waren und die jetzt nicht mehr stattfinden. Ich denke da an das Christmas Bash, das Robert Metal Meeting oder auch das Winter Madness bei allen Schwächen, die es hat, aber es war trotzdem ein interessantes Event. Die Full Metal Mensa im November zum Beispiel oder es gab auch in Hannover ein Metal Fest. Alles weg. Manches kommt vielleicht wieder, das meiste wohl eher nicht. Und das liegt einfach auch mit an der Pandemie. Die hat viel kaputt gemacht und da ist viel weggebrochen. Es gibt jetzt noch ein paar Events zwischen Oktober und Dezember. Sowas wie zum Beispiel das Knockout Festival, das ist so ein Tagesfestival, müsste ich aber eine ganze Weile fahren. Winds and Woods in Leipzig ist ein Symphonic Metal, gucke ich mir vielleicht mal an, hatte ich aber auch nicht so viel Lust drauf. Masters of Kassel entspricht nicht so richtig meinem Musikgeschmack, habe ich auch drüber nachgedacht, aber würde halt den Festivals auch nicht gerecht werden, wenn ich da hinfahre, nur um irgendwie eine Nummer zu erreichen und dann gefällt es mir da nicht und ich mache eine Review, die sagt, naja, ist nicht doll. Ist ja Quatsch, ist auch unfair und deswegen mache ich das nicht. Und das ist auch ein Grund, warum ich mir gesagt habe, hey, ich mache nicht die 20. Denn dazu, dass es da wenig Festivals gibt, so zum Ende des Jahres, kommt ja auch, dass ich ein paar Festivals nicht wieder besuchen werde. Zum Beispiel das Fallen Fortress, das zwar interessant ist, ich im nächsten Jahr aber pausieren werde. Herbststurm genauso werde ich auch nächstes Jahr nicht besuchen. Dann das Metal Bash, auch das gibt es im nächsten Jahr leider nicht mehr. Das hätte ich besucht, das fand ich gut, aber auch da, jetzt nach der Pandemie, alles zu teuer geworden, die mussten jetzt auch die Notbremse ziehen. Ne? Und so setzt sich das fort und ja, 20 werden es einfach nicht werden, auch wenn es cool wäre. Aber ich denke, es wird eine ähnliche Nummer wie in diesem Jahr. Viele Festivals werde ich wieder besuchen und auch das eine oder andere neu. Da gibt es wieder genug Reviews, also ihr werdet auch im nächsten Jahr wieder viele Videos von mir sehen. Los geht es im Januar mit einem neuen Festival, das wir zum ersten Mal besuchen. In Dänemark das Epic Fest, das wird sehr spannend. Viel Power Metal, eine richtig dicke Ladung Power Metal, eigentlich nur Power Metal. Ja, und das wird cool. Und dann der sonst traditionelle Saisonauftakt, Frostfeuernächte. Die sind diesmal das zweite Festival. Auch da freue ich mich schon sehr drauf. Auch das wird wieder ein cooles Event. Und im März folgt dann mit dem Meet and Greet das dritte Festival. Auch da freue ich mich schon sehr drauf. Nachdem ich ja in diesem Jahr beim Killers Festival war, ist es dann wieder das Meet and Greet, das auch schon ein spannendes Line-Up hat. Ja, ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Saison 2023. Habt auch ein paar coole Momente gehabt, ein paar schöne Festivals und Konzerte und hoffe, ihr kommt gut ins neue Jahr. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und hoffe, wir sehen uns dann alle zahlreich wieder vor den Bühnen dieser Welt im Jahr 2024 mit vielen neuen Festivals. Danke fürs Zuschauen, bis ins nächste Jahr. Mann.
man sieht sich.